So, liebe Friends, bevor das eigentliche Video beginnt, und zwar mein Gespräch mit Nina Malaika, in dem ein paar sehr interessante Punkte dabei waren, möchte ich euch auf den Sponsor des heutigen Videos aufmerksam machen. Und danach wünsche ich euch viel Spaß und viel Erkenntnis mit dem Gespräch, welches euch heute präsentiert wird von Blitzwissen. Blitzwissen ist ein Service, um euch Bücher innerhalb von nur 10 bis 25 Minuten näher zu bringen, um euch eine erste inhaltliche Kostprobe zu vermitteln. Die Bibliothek wächst stetig und umfasst nicht nur Bücher aus dem etablierten rechten Spektrum, sondern auch systemkritische Abhandlungen als auch Thematiken, die die gesamtgesellschaftliche Entwicklung behandeln, wie zum Beispiel The Case Against the Sexual Revolution von Louise Perry. Dabei habt ihr die Möglichkeit, die Blitze selbst durchzulesen oder euch während einer Autofahrt oder vor dem Einschlafen ganz bequem via Audiofunktion vorlesen zu lassen. Eine technokratiekritische Lektüre zum Thema moderne Währungsformen bietet zum Beispiel Norbert Hering mit seinem Werk Schönes neues Geld. Interessant für alle, denen das mit der digitalen Überwachung, Kryptowährungen und biometrische Zahlungsmethoden die letzten Jahre etwas zu hastig über die Bühne ging. In Entwicklungsländern spielen Bedenken zur Datensicherung hingegen keine Rolle, sodass besser als Bargeldallianz und Co. hier nahezu freies Feld für Experimente mit neuen Technologien haben. In Indien, Pakistan und zahlreichen afrikanischen Ländern unterstützen die Weltbank und Bill Gates Programme zur Schaffung umfassender Identifikationssysteme. Die Blitze erweitern nicht nur ihr Interessenfeld und Wissen, sondern ihr stärkt durch ein Jahresabo auch nachhaltig alternative Formate zu den bisher etablierten. Dabei genießt ihr eine 14 Tage Geld-Zurück-Garantie, sodass ihr euch risikofrei ein eigenes Bild vom Angebot machen könnt. In jedem Fall habt ihr die Möglichkeit, eure Interessen abzustecken und es fällt euch leichter zu entscheiden, welche Bücher ihr im Detail noch weiter vertiefen wollt. Alle Links zu Blitzwissen findet ihr wie immer in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar ganz oben. Schaut einfach mal rein, gebt der Plattform eine Chance und damit weiter im Text. Ich begrüße herzlich meine Zuschauer. Herzlich willkommen zu einem unerwarteten Treffen aus meiner Perspektive. Ich habe heute einen Gast und ich habe mich beschlossen, mit Nina Malaika heute über diverse aktuell gesellschaftspolitisch relevante Themen zu reden und sicherlich Gemeinsamkeiten zu finden, auch Differenzen auszutragen. Dafür bin ich ja gerade bekannt, ne, mit meinem Format Change My Mind. Mhm. Ich denke, du bist auch offen für Debatten und Streitgespräche. Ne? Auf jeden Fall. So habe ich es auch bisher, erlebt. Magst du dich meinen Zuschauern kurz vorstellen? Ja. Ich habe schon gesagt. Ja, genau. Ja, herzlich willkommen. Danke, dass ich hier sein darf. Ich habe das erste Mal von dir mitbekommen bei Fairtalk, in dem Gespräch, wo es um das Thema Migration und Zuwanderung ging. Und ja, ich bin Nina Malaika. Ich bin hauptberuflich in Klammern gewesen, Sängerin und Moderatorin. Das mache ich teilweise immer noch, wenn auch seit, sag ich mal, der Corona-Situation in einem anderen Rahmen. Ich habe viele namhafte Kunden, Klienten und Auftraggeber gehabt, Udo Lindenberg und Co., war viel auf Tournee international und habe meinen Job geliebt, mein Leben geliebt, und das tue ich immer noch, aber durch meine ja doch sehr öffentlich zur Schau gestellte kritische Haltung, wir wissen ja, was hier los war und ist die letzten Jahre, Cancel Culture und Co., hat sich das verändert, aber durchaus auch zum Positiven für mich. Also ich sehe das jetzt gar nicht in so einer Opferhaltung oder so. Das ist mir sehr willkommen. Ich mag es nicht, wenn Leute sich nur auf die negativen Seiten des Lebens berufen. Es gibt die meisten Dinge sind ambivalent. Genau. Eben. Man kann halt das Positive daraus ziehen. Ja, definitiv. Und sei es nur mindestens die Erfahrung, die Erkenntnis. Ja, ja. Und ich sitze hier, ich darf mit Leuten wie dir sprechen und ich finde es ganz wichtig, auch einen Diskurs zu haben, wo man sich nicht immer einer Meinung ist. Ja. Das ist auch so ein bisschen das der Kritikpunkt an Fairtalk öfters gewesen, dass da immer so Leute aus unserer Blase sitzen, die alle einer Meinung sind. Und ich fand es einfach so geil, dass da Belasch, Ken Jebsen, du und Nikolai Binner sitzen, wo ja wirklich auch unterschiedliche Meinungen herrscht. Ich habe gedacht, yes, mehr davon. Auch ich möchte das. Und dann hast du mich gefragt und ich dachte, cool. Ja, genau, absolut. Ja. Also ich hatte dich schon auf dem Schirm durch das Gespräch mit Nikolai Binner, was ich sehr aufschlussreich fand. Zu Fairtalk muss ich generell sagen, die sind ja bemüht, total. Um Diversität und mein Meinungsspektrum abzubilden. Total, aber also bemüht meine ich wirklich aufrichtig bemüht, jetzt nicht im Rahmen ihrer beschränkten Möglichkeiten und Engagement bemüht. Ja, aber sie kriegen oft keine Leute von der sogenannten anderen Seite, ist das, was man mir irgendwie spiegelt. Die wollten neulich Markus Heinz einladen und der Anwalt von der sozusagen Gegenseite, sie haben einfach keinen gefunden. Ja. Und das ist halt bitters, weil wir sind gesprächsbereit, ne? Exakt. Aber das ist nichts Neues, also für meiner einer ist das nichts Neues, kein neues Phänomen. Umso mehr begrüße ich es natürlich, wenn du meine Gesprächseinladung annimmst, weil rein objektiv, ich weiß nicht, ob du dem widersprichst, finde ich schon weiter weiter außen von dir im offenen politischen Spektrum statt. Ja. Zumindest habe ich es so erlebt. Auf der anderen Seite, also zwei Hausdurchsuchungen habe ich nicht vorzuweisen. Ja. Wenn es danach geht, bist du eher die Extremistin. Ja, klar. Erzähl uns mal ein bisschen was darüber.
Ja, also ich weiß, was du meinst, dass wir vermeintlich unterschiedliche Meinungen haben werden zu dem oder auch dem anderen Thema. Ich bin aber gespannt, im Laufe der Diskussion, wo man dann doch Überschneidungen findet, weil ich glaube, dass das ist ja eigentlich immer so. Wir denken, da gibt es sogenannt die Gegenseite, den anderen oder so. Und oft ist es gar nicht. Wenn man sich dann wirklich persönlich trifft und hinsetzt, man merkt vielleicht, okay, unsere Bedürfnisse sind andere, die Wünsche sind vielleicht andere. Aber oft ist es gar nicht so weit voneinander entfernt. Und zu meinen Hausdurchsuchungen, genau, es ist ja mittlerweile auch fast schon eine alte Kamelle, aber das ist ja auch der Grund, warum man mich so viel kennt in Deutschland mittlerweile. Ich hatte zwei Hausdurchsuchungen. Das ist Gott sei Dank jetzt auch schon einige Monate her. Einmal ging es um das Suchen und Auffinden eines angeblichen gefälschten Impfausweises, der nie gefunden wurde. Genau, da ist die Polizei in meiner Wohnung gewesen, Gott sei Dank in meiner Abwesenheit. Die haben sich tatsächlich den Schlüssel für die Wohnung besorgt und haben den, Du musstest also, dich aufbrechen. nee, die mussten sich aufbrechen. Also, natürlich Gott sei Dank. Auf der anderen Seite ist die Frage, wo haben die den Schlüssel her? Natürlich von der Hausverwaltung, das ist das nächste Thema, aber da gehen wir jetzt sehr tief in Rechtsfragen rein. Unabhängig davon, das ist Verstehe. natürlich scheiße. Ich komme nach Hause vom Urlaub, muss ich vorstellen, 100%. ne, Italien im Koffer, bin mega happy und dann sehe ich, da ist jemand da gewesen. Das ist natürlich nicht geil. Und dann hatte ich einen Autounfall letztes Jahr in Ägypten und war im Zuge dessen an Rollstuhl gefesselt, konnte nicht laufen. Und dann sind die tatsächlich nochmal gekommen nach ein paar Monaten. Morgens um irgendwie. Während du in Ägypten warst. Nee, da war. Nee, der Unfall war in Ägypten. Dann war ich natürlich wieder hier, weil ich musste ins Krankenhaus Ach, warst du operiert im werden. Krankenhaus? Ich war in der Wohnung. Das zweite Mal war ich in der Wohnung, war ich Oh, anwesend. oh. Morgens um 6:30 Uhr. Ne, volles Programm mit Verstehe. irgendwie 4 oder 5 Beamten. Und ja, da ging es um das Thema Volksverhetzung, war ich angeklagt. Ich bin in allen Fällen freigesprochen worden. Also das spricht ja für meine Unschuld so. Aber ja, man geht halt trotzdem rein und dann kommt ein Freispruch und das ist natürlich bitterst. Es ist, muss ich sagen, so jetzt meiner der Empirie meiner politischen Laufbahn jetzt nichts so Verwunderliches, dass man Leuten, die politisch unbequem sind oder für die Herrschenden ein Dorn im Auge sind, dass man die durch solche Machenschaften und Taktiken zermürben will. Ne? Man geht da wirklich an den Rand des Mach- und Erlaubten, ne? Machbaren und des Machbaren. Das ist hier und da durchaus durchgeblitzt und das ist für mich halt irgendwann kein Zufall mehr. Ne? Also wenn Leute wegen Memes oder wegen Ja, genau. 750 nicht bezahlter War GZ bei mir auch ein Meme, ja. oder wegen einem Spruch, ne? Ja. Hinter Gittern gehen oder Hausdurchsuchungen über sich ergehen lassen müssen. Ich kann da schon irgendwo ein Muster erkennen, dass es immer die eine politische Seite trifft. Das ist nicht zu übersehen. Definitiv, definitiv, das kann ich auch. Was ich glaube erschreckend war, ich meine, ich bin 41, ich komme natürlich aus einer Generation, also was meine Mutter, meine Oma erlebt haben, das habe ich nicht erlebt. Ich habe viele ausländische Freunde und ich kenne das, solche Geschichten von Leuten aus dem Iran oder Menschen, die mir das aus irgendwie, weiß das, Ägypten oder so erzählen. Na, mein Vater ist Ägypter, also ich Die habe, dort leben, meinst du, oder hier? ja, die dort Ja, die leben, dort, also ja. einfach in anderen Hier, Regimen, ne, wo wir sozusagen als irgendwie sozusagen gut situierte Deutsche irgendwie mit unserem Freiheitsstaat in Anführungsstrichen immer gedacht haben, das betrifft uns ja nicht. Und auf Die einmal Tagesschau erzählt es ja immer noch, ne? ja, Diktaturen sind mal die anderen. ja, ganz genau, genau. Das ist eine lupenreine Demokratie. Ja, ganz genau. Oder wir hier, aber früher. Ja, ganz genau. Entweder, aber nie im Hier und Jetzt. Ganz genau. Und das war das erste Mal, ist für mich das erste Mal in diesen 41 Jahren, dass ich das selber so erlebe in meiner eigenen Kultur und wo es mich betrifft, wo ich ja nun wirklich jetzt irgendwie keine gefährliche Persönlichkeit bin. Also weißt du, meine Ziehmutter von früher, die hatte irgendwie Kontakte zur RAF, das ist ein ganz anderes Level. Und dann kommen die bei mir rein, das ist schon krass. Und wie du sagst, also es ist ein Muster zu erkennen, das stimmt ein mindestens nachdenklich, sage ich mal. Ja, es ist eine politische Asymmetrie an der Stelle. Ja. Ja. Ne? Stichwort Overton Fenster, falls derjenige das genauer wissen will, kann man es nachschlagen, Overton Window. Das zeigt einfach nur, dass diese Asymmetrie halt, ne? Dieses Ungleichspiel. Und das muss sich gar nicht an links und rechts brechen. Ich bin mir Nee, das ziemlich glaube ich auch sicher, nicht. du bist auch jetzt niemand, der bekennt rechts ist, oder? Nee. Du würdest dich auch dagegen wehren, wenn du als rechts bezeichnet wirst. Ja, da werde ich ja seit vielen Jahren, witzigerweise. Und Ja. gerade ich komme eigentlich also ganz klar aus dem linken Spektrum. Ich, Ja. also vor Corona habe ich in der Flüchtlingsbewegung war ich aktiv, irgendwie Leute bei mir wohnen gehabt. Und also wenn einer nur das, also den Ansatz machte, irgendwas gegen Ausländer oder Migranten zu sagen, hatte ich einen Puls. Ich hatte einen Okay. Puls, so war ich drauf. Ja. Ich habe Lieder geschrieben, die hießen Öffnet die Grenzen aller Länder dieser Welt. Also richtig naiv, also in so einer Ah, okay, du wirklich sagst selber, du hast da so ein bisschen so ein eine emotionale Asylweg. Naivität, Ja, wirklich so. okay. Ich war da in der Linken, also man titulierte jemand wie mich als links und ich war ein guter Mensch. Ich will nicht gut Mensch sagen, ich war ein guter Mensch, mit dem habe ich so wirklich gedacht.
und sehe natürlich vieles mittlerweile kritischer und anders, aber das ist, wo ich herkomme. Und auf einmal, wumms, haben wir sozusagen die Corona-Debatte gehabt, März 2020, und ich war Nazi und ich war rechts. Und da stimmt ja was nicht. So schnell kann es gehen. Die Geschichte, die wir uns erzählen oder erzählt bekommen. Aber musst du dann rückblickend nicht auch revidieren, deine Wahrnehmung von den damals als rechts Abgestempelten? Ja. Das heißt, die müssen jetzt auch nicht unbedingt rechts gewesen sein, weil es jetzt auch Leute trifft, die die Pharma-Lobby beklagen oder skeptisch sehen, ne? Die Impfpflicht, sich gegen die Impfpflicht wehren, die werden auch alle als rechts, also werden auch ein Muster zu erkennen. Ja. Und meiner Meinung nach trifft es auf Corona genauso zu wie auf die migrationspolitische Debatte. Ja. Würdest du sagen, von dir, Corona war gewissermaßen dein Weckruf, dein politischer Weckruf, der dich quasi, hat dir die Augen geöffnet hat in Bezug auf die herrschenden Kräfte hier? Ja, definitiv. Also kritisch war ich ja dann schon vorher. Ich war halt kritisch in einem anderen Bereich. Also ich fand es einfach kritisch, dass man Leute in ein Boot schickt, übers Mittelmeer, sie verrecken lässt. Ach so rum aber, ja. So, das war früher. Das war ja, aber für mich war ich damals ja auch schon kritisch, weißt du so. Verstehe. Aber, aber ja, man muss in einem anderen Bereich. Differenzieren, dir war die Politik nicht zu links, die war die nicht links genug. Ganz genau, okay. Genau. Ja, das ist natürlich ein Unterschied. Genau, und das ist ein Unterschied. Es hat sich gewandelt. Natürlich durch die Situation, die wir haben und durch das, was ich gesehen habe in unserem Rechtsstaat, der nicht mehr funktioniert, durch diese fehlende Demokratie. Und wir nennen es immer noch Demokratie. Da hat sich natürlich was geändert. Und zu deiner Frage, natürlich sehe ich mittlerweile auch meine Haltung, die ich vor 4, 5 Jahren hatte, kritischer und anders. Mhm. Ich würde tatsächlich wirklich sagen, ich bin so ein bisschen in der Mitte. Ich kann alle Parteien oder die verschiedenen Parteien, die das da draußen gibt, ich meine nicht politische, sondern ideologische, verstehen, nachvollziehen. Und ich merke ganz klar, dass ich immer noch ein Herz habe, was wie damals schlägt, und einen Kopf, der sagt, so kommen wir nicht weiter. Oh, in Bezug auf die Migrationspolitik? In verschiedenen Themen, auch in der Migrationspolitik, sehr interessant, dass sich da was bewegt hat. Ja. Was würdest du sagen, war das tatsächlich indirekt quasi über die Corona-Maßnahmen, dass das sich quasi hat nachdenklich machen lassen wollen, also im Endeffekt der gemeinsame Nenner von beiden Fragen, man kann auch andere Fragen noch nehmen, ist, sind unsere parlamentarischen Repräsentanten, wenn man die überhaupt so nennen kann, wirklich an unserem Wohl interessiert? Oder geht es hier um was ganz anderes? Ja, es geht um was anderes. Und das habe ich natürlich mittlerweile auch recherchiert. Ne? Auch sozusagen die armen Menschen, die dann, was ich gerade beschrieben habe, im Boot kommen und dann irgendwie ersaufen. Und ich glaube, dass das, also was meine Recherchen mittlerweile so betrifft, dass das alles angelegt ist und auch gewollt. Ne? Also es sind einfach sehr, sehr viele Ströme von Menschen, die hier reinkommen. Und das ist das, was ich versuche klarzumachen. Mein Herz, Nina Malaika, die Kleine, ist immer noch sperrangeweiht auf. Also, und aber mein Kopf sagt mir, irgendwo ist Schluss und das kann nicht funktionieren. Und ich kann mittlerweile, und jetzt kommt das Interessante, meine Freunde, engste Freunde, meine ausländischen Freunde, die waren alle schon immer so ein bisschen anders drauf. Zumindest ein gewisser Teil von denen. Und die sagen, ey, das kann nicht angehen, was ist da los mit öffnet die Grenzen und so. Und ich war immer so, nein, wir müssen allen helfen. Ich habe das wirklich gedacht. Also wieder auf dich trifft es dann wirklich. Ich bin in beiden Welten zu Hause, weißt du? Ja, und also wenn ich keine Brücke schlagen kann mit dem Gespräch, dann wer soll es dann können? So, ne? Ich? Ja, du, genau, wir beide vielleicht, ja genau. Ja, und deswegen ist es so wichtig, dass wir darüber sprechen, weil ich möchte so ungern missverstanden werden. Und ich habe das Gefühl, wir verstehen uns momentan alle so gerne miss. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns wirklich zuhören. Und ich glaube, in einer Person können zwei Herzen schlagen. Ja. Das eine Herz, das sagt, ich möchte gern allen Menschen, die in Not sind, helfen. Ja. Und der andere, der sagt, wie soll das politisch funktionieren? Und ich habe Verständnis für meine Freunde, die sagen, irgendwo Schluss. Also ich wollte nur sagen, auf dich trifft es ja wie ein Paradebeispiel zu. Wer mit Mitte 20 nicht links ist, hat kein Herz. Wer mit 40 dann immer noch links ist, hat kein Hirn. Du hast gerade noch so die Kurve gekratzt, du hast was gesagt. Nein, aber ich verstehe das. Ja, das ist dann überspitzt gesagt. Ja, genau, aber man muss natürlich abwägen. Und Leute, die die Migrationspolitik kritisieren, ne? Egal aus welcher Couleur, welchem Hintergrund ist, in den meisten Fällen. Es gibt auch Leute, die wollen machtmissbräuchlich auftreten oder wollen einfach die Kraft, das Recht des Kräftigeren oder des Stärkeren walten lassen. Aber in den meisten Fällen sind die Menschen geistig gesunde Menschen, die halt auch vielleicht auch ihre eigenen Interessen haben, aber auch die Dinge halt kritisch sehen, wo sie wirklich berechtigterweise kritikwürdig sind. Ich habe das tatsächlich gesehen, wenn wir darauf sprechen kommen. Du hattest so nach der Fairtalk-Debatte mit mir und also ich war bei Fairtalk vor einem Monat, Bela, das hast du ja schon erwähnt, ne? Kämann, war da und und da ging es halt um die Migrationspolitik, was ich sehr begrüße, dass man darüber spricht. Aber das musst du mir erstmal vorstellen, ne? Selbst in einem alternativen Format hat das so lange gedauert. Also bei Maischberger oder so, alle Bilder könnt ihr bis 2040 warten, da wird es nicht passieren.
Aber grundsätzlich, du hast in Anlehnung daran noch so ein Video gemacht, habe ich eigentlich gesehen, auf Instagram veröffentlicht und ich erinnere mich an den Hashtag, euren Hass, nee, meinen Hass bekommt ihr nicht. Ja. Worauf bezieht sich das? Erläutert man das? Mein Hass bekommt ihr nicht, bezieht sich auf ein Buch, was ich gelesen habe von einem Mann und Vater, mittlerweile alleinerziehender Vater, der bei den damaligen Anschlägen in Paris seine Frau verloren hat. Ich weiß nicht genau, wann das war, aber ich glaube, da kann sich jeder erinnern. Da sind 15. Da gab es zwei 15. Anschläge, Charlie Hebdo und Bataclan. Ja, genau. Also wo sie durch die Stadt gefahren sind, durch Paris und mehrere Leute weggeschossen haben Das war Bataclan. in verschiedenen Cafés und Ja, so und in Theatern. Und seine Frau war an diesem Abend im Theater und hatte mal sozusagen Kind frei und ist dort erschossen worden. Und dieser Mann hat sich in dem Schmerz, als man ihm mitteilte, dass seine Frau erschossen wurde von diesen Menschen, hingesetzt und hat geschrieben, was er für sie empfindet, was er mit ihr erlebt hat. Und er hat geschrieben: Mein Hass bekommt ihr nicht. Und ich glaube, darum geht es. Auch in dieser ganzen Migrations- und Flüchtlingsdebatte. Mein Problem mit Menschen, die Ausländern oder Migranten bei uns gegenüber kritisch sind und auch oft Menschen, die die AfD wählen, ist eine Beobachtung, die nicht unbedingt nur was mit einer kritischen Grundhaltung zu tun hat zum Thema Migration in Deutschland, sondern dass ich ganz viele Menschen erlebe, die einen tief persönlichen Wut, Hass oder was auch immer haben. Abneigung, So, Ekel. und da müssen, also wir müssen gar nichts, aber ich mache diese Beobachtung und möchte das unterscheiden und getrennt wissen und auch reflektiert bei der Person. Und wenn ich mir, ich sage es jetzt einfach mal, weil ich mich mit dem gerade hart zerstritten habe, ein Miro von Unblocked angucke und ich mir sage: Digga, ich sage mal Digga, mit 41 sagt man die Worte nicht mehr, aber Wir sind in die reden Hamburg. ja so, ich passe mich ein bisschen an. Wir sind in Hamburg, das verziehen. Digga, ich respektiere deine Meinung. Vor 8 Jahren hätte ich mit jemandem wie dir, so einem AfD-Anhänger, gar nicht gesprochen, weil ich komplett anders drauf war. Aber reflektierst du deine Wut, die du hast, wenn du so massiv in Anführungsstrichen gegen Ausländer in den öffentlichen Medien vorgehst? Und das ist meiner Meinung nach in der Regel nicht der Fall. Das sind so viele persönliche Filme, die projiziert werden auf irgendeine Gruppe im Ausland. Es ist egal, ob das die Ungeimpften sind oder ob es die Ausländer sind. Bleib kritisch, überzeug mich mit deinen Argumenten. Aber ich sehe dir an, dass du persönlichen Film am Fahren hast, und der ist alt. Der ist älter als die Migrationsbewegung. Nein, jetzt als Beispiel. Das ist nur ein Beispiel. Ich will jetzt auch gar nicht Miro. Das ist jetzt ein konkretes Das Beispiel, ne? Weil ist wir haben uns dann gegenseitig ge exemplarisch. ja, exemplarisch, genau. Wir haben uns gegenseitig dann geblockt. Man geht nicht in die Es Diskussion. gibt auch deutsche Leute, es gibt auch So, deutsche Leute, ja, verstehe. weil diese Thematik ist sowas von emotional angereichert, dass viele Leute zumindest über Social Media gar nicht miteinander ins Gespräch gehen. Die setzen sich nicht hin wie du und ich. Also mit Miro habe ich das nicht mitbekommen, aber Feder, aber jetzt hast du die Gelegenheit, es mir zu sagen. Würdest du bei mir auch sagen, ich bin Habe ich nicht das hassmotiviert, Gefühl, nein. Okay. Ich fand deine Argumentationsgrundlage und deine Argumentationskette bei Fair Talk von allen Beteiligten am schlüssigsten. Okay. Und Das ist interessant. ja, ich fand, du hast auch gut gesprochen. Und ich habe aber trotzdem Hashtag Team Belasch geschrieben. Naja, gut, ihr habt ja auch persönliche Sympathie. Wir haben persönliche Sympathie. Ich, ich, ich. Wobei man darf persönliche Sympathie nicht davon abhängig machen, wem man recht gibt, ne? Das Natürlich ist nicht, Grundsatz. natürlich nicht, natürlich nicht. Aber ich kann dir recht geben und ich kann trotzdem sagen, mein Herz schlägt für Belasch, weil von der Grundhaltung, wo ich herkomme, öffnet die Grenzen aller Länder dieser Welt. Und er hat ja auch, wie ich das fand, stark nochmal auf die auch Nöte und Probleme der Migranten auch hingewiesen. Und das ist eine Haltung, die mir zusagt. Aber Dass, mir. so, dass man nicht nur sagt, guck mal, die Bösen, die vergewaltigen hier alle Frauen, sondern auch, was sind das für Menschen, wo kommen die her? Wie nehme ich die wahr? Wie sind die situiert? Dass man auch das Aber beleuchtet. auch das habe ich doch meiner Meinung nach zu Genüge dem entgegnet, dass das auch seine Grenzen haben kann. Also ich meine, normalerweise würde ich von unserem Ursprung her, ne, wenn wir reines Naturrecht nehmen, dann haben wir die Situation, dass jeder für seine Taten so hundertprozentig verantwortlich ist. Wir haben das, irgendwann haben wir begriffen, okay, so natürlich sind wir nicht, wir müssen es ein bisschen zivilisieren, also müssen wir ein bisschen berücksichtigen die äußeren Umstände, die Sozialisation, die finanziellen Umstände, ne, weshalb jemand kriminell wird. Aber meiner Meinung nach, das kannst du nicht so weit dehnen, dass du ihn mehrheitlich von seiner Verantwortung absprichst. Nee, Also, natürlich nicht. oder Natürlich freisprichst, ne? sehe ich Also, du genauso. kannst sozioökonomische Kläransätze oder Hintergründe meiner Meinung nach höchstens zu 20% für die Verantwortlichkeit heranziehen. Aber zu 80% ist derjenige, der es sich erlaubt oder sich dafür entscheidet, einer Frau zum Beispiel
an den Hintern zu langen. Mhm. Und das sind die Beispiele, das sage ich nicht nur pathetisch, das sind genau die Beispiele, über die wir reden, wenn wir über Stuttgart oder Berliner Freibäder reden oder über die Party- und Events-Szene in Frankfurt und Stuttgart, Kölner Silvesternacht. Das sind genau die Fälle. Ne? Gerade Sexualstraftaten, Triebtaten, da kannst du mir, also das erschließt sich mir einfach nicht. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, wie du der Gegenseite Hassmotivation unterstellst teilweise. Ne? Das gibt es sicherlich auch. Ich bin gerne bereit, das zuzugestehen, dass es Leute gibt, die sind auch nur auch vielleicht sind getrieben auch, auf eine Art. Genau, und auch sicherlich nicht die intellektuell hellsten und einfach gestrickte Menschen, ne, die so den Erstbesten nehmen. Mhm. So, also, bin ich der Meinung, allerdings kannst du das nicht, habe ich umgekehrt die Annahme, dass viele Leute halt so, wie du sagst, so ein bisschen naiv getrieben sind, weißt du? So zu glauben, dass diese Leute gar nicht etwas Schlechtes im Sinne haben können, die zu uns kommen, denen wir geholfen haben. Wir gehen da vielleicht auch ein bisschen von uns aus. Mhm. Aber es ist teilweise wirklich so nachgewiesenermaßen, Leute haben uns also schreckliche Dinge angetan in Deutschland. Ich weiß nicht, ich habe das in der Fährtalk-Runde gefragt. Mhm. Die Leute haben wohl gedacht, das ist eine rhetorische Frage, aber ich hatte die Frage gestellt, wisst ihr noch, wer Susanna Feldmann ist? Weiß ich nicht. Das ist interessant, ich war 2019 oder 18 müsste das gewesen sein, wurde sie vergewaltigt und ermordet. Mhm. Das war im Rhein-Main-Gebiet, Mainz, an der Grenze zu Wiesbaden, wurde sie vergewaltigt und dann mit einem Ast erdrosselt. Seine Familie, Ali Bashar war der, der Täter, der ist auch verurteilt mittlerweile, hat ihn gedeckt. Die sind dann zusammen nach Irak geflohen, also zurück in die Heimat, ne? Zuvor hatte der schon ein 11-jähriges Mädchen vergewaltigt, wofür er kürzlich erst erneut verurteilt wurde, weil die wurden wieder ausgeliefert in Deutschland. Mhm. Er wurde in Deutschland verurteilt und so. Das hat sich vorletzten Monat hat sich das gejährt. Mhm. Und es ist eine Bestie. Klar. Es ist ein 16-jähriges Mädchen. Klar. Und mir ging der, darfst du kurz erzählen, ich habe es nie erzählt öffentlich, weil ich immer diesen Fall vor Augen habe. Mhm. Der Fall ging mir besonders nah, weil ich habe eine Cousine, die wohnt in Mainz, in Wiesbaden an der Grenze zu Mainz. Mhm. Selbes Alter wie die Susanne Feldmann, selber Stil, die Haare, das hätte sie sein können. Mhm. Das hätte in einem anderen Universum hätte sie sein können, weil dem Täter war es ja egal, wen er da erreißt, das hätte sie sein können. Also der Fall ging besonders nah und ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen mittlerweile, wie man das ausblenden kann. Ich bin mir sicher, du verteidigst jetzt nicht diesen Fall oder den Typen. Ne? Dafür hat man keine Erklärung. Aber das muss man doch auch sich vor Augen führen und mit berücksichtigen bei der ganzen Beurteilung dieser Entwicklung migrationspolitisch. Also wie gesagt, von dem Fall weiß ich jetzt nichts. Natürlich kriege ich das in den Medien auch mit, weil die Personen, die sowas tun, werden ja genannt, ne? Auch namentlich und Syrer und Iraker. Also wir kriegen es ja mit sozusagen, teilweise. Du hast wahrscheinlich das Gefühl, die werden extra genannt. Nochmal, das wird besonders betont, wenn es Ausländer sind. Ich habe das Gefühl, die werden sogar unter den Tisch fallen gelassen. Ja. Bei Maria Ladenburger war es so. Mhm. Überregionale Relevanz ist mangelhaft, deswegen hat die Tagesschau den Fall nicht berichtet. Ich weiß um diese Debatte, also mir ist es ja klar, ich kriege das ja mit, sozusagen der einen Partei wird irgendwie unterstellt, dass sozusagen, also ne, dann sagen wir teilen es jetzt mal auf, ich irgendwie habe das Gefühl, dass Deutschland irgendwie rassistisch ist in dieser Nennung der Täter sozusagen, warum ist das relevant, dass er Ägypter oder Iraker ist und von der anderen Seite kommt, das passiert aber eher nicht. Ich glaube, was wir ganz klar feststellen müssen, ist das eine subjektive, persönliche Wahrnehmung? Und wo ist die Wahrheit? Dann müssten wir sozusagen alle Medienformate austesten, auswerten. Und dann fällt ja immer sozusagen auch die Thematik auf Statistiken zurück. Mhm. Und klar, eine Statistik ist eine Statistik. Mein Lebenspartner sagt auch, wir haben eine erhöhte Ausländerkriminalitätsstatistik. Nina, das ist Fakt, ob du es möchtest oder nicht. Dann sage ich, das kann sein. Ich habe mich mit Statistiken nie befasst. Was mich mehr interessiert, ist die Art und Weise, wie wir diese Diskussion führen. Mhm. Das ist das, wo ich sage, wenn wir jetzt von gesamtgesellschaftspolitisch irgendwie dieser Begrifflichkeit reden wollen, wie diskutieren wir darüber? Und was mich, ich finde das noch nicht mal störend, dass man sagt, Ali aus dem Irak, 24, hat Susanna ermordet, weil das ist ein Fakt. Wenn es ein Deutscher wäre, dann würde es da so nicht stehen, aber wenn man irgendwie Sebastian, 24. Du würdest ja gar nicht unterscheiden. Du verstehst die Unterscheidung, den Grund der Unterscheidung. Doch, ich verstehe den Grund der Unterscheidung. Ich verstehe den Grund der Unterscheidung, aber er ist für mich nicht so vorrangig. Da haben wir fundamental. Ganz genau, ganz genau. Und ich kann das nachvollziehen. Ich kann das sozusagen von der anderen Seite nachvollziehen.
wenn man ein groß, also da ist jemand, der hat sozusagen ein großes Problem mit der Einwanderung nach Deutschland. Und dann bringt so jemand, wo ich sowieso ein Problem habe, dass der hier im Land ist, auch noch Susanna 24 Deutsch dann hat das. Sie war 16 übrigens. Aber, ja, du weißt, was ich meine. Es sind nur Beispiele, Exemplare. Dann hat das für viele Personen berechtigterweise aus deren Denke eine Relevanz. Für mich hat es auch eine Relevanz, aber nicht so eine starke. Und da hat neulich jemand zu mir gesagt, und da muss ich sagen, da kippt es. Mhm. Und da sage ich den Namen jetzt nicht, weil das wäre eine ziemlich üble Nummer. Vielleicht muss dir erst etwas von den Ausländern angetan werden. Damit du es mal siehst. So. Und da sage ich, wow, stopp. Ja, klar. Stop it. Ja, sowas muss ja nicht sein. Weil woher, wer sagt, ob es schlimmer ist, dass ich von einem Ali vergewaltigt werde oder von einem Stefan? Ich sag dir, wer sagt es? Ich sag dir die Antwort darauf. Oh, das kann nur ich sagen, als Betroffene. Das kann nur ich sagen. Ist die Antwort, es ist beides gleich schlimm. Für dich als Opfer? Für einige Leute offensichtlich ist es schlimmer, wenn es der Ali ist. Und das, da gehe ich nicht ganz mit. Ich kann anerkennen, dass es aus Sicht des Opfers egal ist, von wem es vergewaltigt oder ermordet oder was auch immer wird. Ne? Wir müssen die Perspektive wechseln. Wir müssen schauen, weil die in Bezug darauf, wie wir es in Zukunft besser machen wollen, müssen wir Verantwortliche benennen und die Verantwortung auch klar herausstellen. Und weißt du, wenn du jetzt redest davon, dass Stefan dasselbe gemacht hat in Freiburg, ne? Und das passiert jetzt in Mainz, wo es jetzt ein Iraker war, illegal oder unkontrolliert über die Grenze gekommen, ne? Sowieso im Asylstatus, also abgelehnter Duldung und sowieso mit Diskredit zur aufnehmenden Gesellschaft. Davon mal abgesehen. Der Unterschied ist einfach der, beziehungsweise der entscheidende Punkt ist einfach der, die Sozialisation und die politischen Stellschrauben, die wir hätten in der Hand gehabt hätten, um das zu verhindern. Wenn Thorsten oder Stefan das machen, dann ist es unsere Sozialisation, die haben wir sozialisiert. Das sind unsere Problemfälle, von denen wir zu Genüge haben. Was ein weiteres Argument wäre, die Grenzen zu schützen, weil wir unsere Kriminalrate aus diesen Völkern erhöhen. Also das heißt, wir haben schon genug vor der eigenen Haustür zu kehren. Wir müssen uns noch weitere Laster und Probleme aufladen. Zum einen ja, klar, ich verstehe die soziologische Verantwortung, weil Sozialisierung, man sagt ja immer, du bist sozialisiert, hier oder da. Weißt du, wenn Algerien beispielsweise, ich habe immer dieses Beispiel davon, weil Algerier besonders häufig Sexualstraftaten auffallen, in Relation immer zu ihrem Bevölkerungsanteil. Wir reden nicht von absoluten Zahlen, wir reden von prozentualen Verteilungen. Und wenn Algerien seine jungen Männer so sozialisiert, aber die kommen jetzt zu uns und wir müssen das ausbaden, dann haben wir, das ist ein großes Problem, auch übrigens für die Verurteilung im Gefängnis, weil ein Gefängnisaufenthalt bedeutet ja auch Resozialisierung. Aber wir haben diese Leute nicht sozialisiert. Warum können wir sie auch nicht so gut resozialisieren? Das ist ein wichtiger Punkt. Verstehe. Der zweite Punkt, ganz kurz noch, zweiter Punkt ist der, politische Stellschrauben. Thorsten ist hier geboren, hier aufgewachsen. Den hätten wir können auch Deutsche nicht abschieben, das macht nur Sinn. Aber Leute, die illegal über die Grenze gekommen sind, Maria Ladenburger würde noch leben, wenn wir unsere Grenzen kontrolliert hätten, dann wäre Hossein Ravedi, ihr Mordvergewaltiger, gar nicht erst ins Land gekommen, weil der hatte bereits in Griechenland einen Tötungsversuch hinter sich. Mir fallen nur zwei Namen klar. Es gibt so viele. Klar. Ela Kirchberg. Klar, die aber die richtet sich sozusagen, unsere, sage ich jetzt ganz bewusst, Kritik richtet sie sich gegen, wollte ich gerade sagen. 100%. Und das geht nicht gegen jede. Also weil der junge Mann ist ja jetzt hier, der hat das getan. Und ich habe das Gefühl, wir müssen die Kritik an die Politik richten. Weil wir das Gefühl haben, es ist zu viel und es passt einfach nicht zusammen von der Sozialisierung. Und ich meine, ich bin halb Ägypterin. Ich habe genug Stories auch mit Männern dort vor Ort erlebt. Ich weiß, wie grenzüberschreitend, wie übergriffig die sind. Der Mann, der mich einmal geschlagen hat, war ein Deutscher. So. Und das aus einer Situation heraus, wo einfach, ich will das gar nicht entschuldigen, aber es ist so hochgekocht. Und von daher, was mich, glaube ich, einfach nur stört, ich gehe mit allem mit und ich kann wirklich deine Position extrem gut verstehen. Was mich trotzdem stört, das hat so ein Geschmäckle und da habe ich ein andere, mein Stil ist anders. Wenn Menschen Sachen posten wie die Vergewaltigenden Algerier, irgendwie, also ich weiß nicht genau, was mich daran stört, weil es ist ja ein Fakt. Ich verstehe. Vielleicht kannst du es ausdrücken. Es ist mir zu stillos. Ja. Ich möchte gerne auf einer intellektuellen Ebene eine Debatte und ich möchte nicht, dass mein Freund Marco F. irgendwie, die Algerier haben wieder eine Frau vergewaltigt. Ich finde das irgendwie auf eine Art assig. Ja. Also das Verhalten von dem Algerier ist assig und dann sowas zu posten, weil ich denke, hilft es uns weiter. Ja. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, was ich sagen wollte. Auf welcher Diskussionsebene, auf welcher Stilistik, also wie wollen wir künftig über dieses Thema miteinander kommunizieren? Es ist ja wieder so hassig. Es ist das Gleiche, wie du sagtest, auch wieder bei der Corona-Debatte. Wie wollen wir künftig darüber diskutieren? Ich glaube, dass wir mit irgendwie Ali, das Assi-Schwein aus Algerien, hat irgendwie Martina vergewaltigt.
wir kommen mit dieser Rhetorik nicht weiter. Also ich will es kurz zusammenfassen oder übersetzen, wie ich es verstehe. Ja. Du beklagst, dass die Leute, also du, oder vielleicht nimmst du es so wahr, dass die Leute sagen, Ausländer raus. Aber viel eher. Wenn jemand sowas macht, dann habe ich auch Verständnis, Ausländer raus. Diese, selektierten und nachweislich straffälligen und vielleicht auch abgelehnten. Ne? Ich bin auch für begrenzte Zuwanderung, meiner Meinung. Ja. Also, mir geht es um die Art und Weise, wie wir kommunizieren. Und du würdest halt nicht die primär die Auszuwanderer adressieren, sondern die Politik. Ne? Wir müssen die Politik adressieren, weil wenn wir von der These ausgehen, ja, wo wir uns ja alle einig sind, es ist ein gelenkter Zuwanderungsstrom nach Deutschland, um Deutschland wirtschaftlich zu schwächen. Das ist das sozusagen, was meine, wenn ich es in einem Satz formulieren sollte, was meine Recherchen ergeben haben. Und dann richten wir eine Kritik an diese Menschen, die irgendwie die Chance nutzen, hier reinkommen, während wir sozusagen politisch stehen hier machen. Das macht keinen Sinn. Wenn du sagst gelenkt, hast du für gelenkt, das ist richtig, aber wen würdest du als den Verantwortlichen dieser Lenkung oder dieser Steuerung? Das weiß ich nicht, das kann ich sagen, aber auf jeden Fall natürlich mit unserer Politik. Also wenn Frau Merkel sich irgendwie rein in Fernsehen stellt und sagt irgendwie, wir schaffen das, kommen Sie alle rein, wir öffnen die Grenzen, habe ich ja sozusagen Sie als offensichtlich sichtbare Person, die das ausgesprochen deswegen hat. Deswegen würde ich in dem Kontext weniger, also lenken kann man auch sagen, aber eher ist es ein Zulassen, es ist ein Zulassen. Unterlassen von Grenzkontrollen, ja, zum genau. Beispiel. Ein Unterlassen von, genau. die haben etwas vertan oder unterlassen zu tun. Ne? Mm. Das ist halt so ein bisschen die Unterschiede. Aber ich verstehe, ich komme dem Standpunkt näher. Mm. Grundsätzlich richte ich meine Kritik auch an die Politik und deswegen jage ich nicht Ausländer auf der Straße, sondern ich meine Kritik richtet sich an die Verantwortlichen aus den Parlamenten und ich weiß auch, was denen am meisten wehtut. Mm. Das ist zum Beispiel in dem Kontext auch die AfD wählen. Mm. Das ist das, was im Übrigen auch ich bezweifle, dass du für die Impfpflicht warst. Nee, ganz genau. Okay, welche Partei willst du dann in der Hinsicht? Also ganz ehrlich, ich bin seit vielen, vielen Jahren nicht mehr wählen gegangen. Mhm. Ich bin ganz bekannte Nichtwählerin. Ich war jetzt einmal nochmal, habe eine Ausnahme gemacht und habe die Basis gewählt. Okay. Genau, weil ich das einfach unterstützen wollte. Ich glaube aber mittlerweile überhaupt gar nicht mehr an diese ganze Wählen-, Geh- und parlamentarische Geschichte. Deswegen bin ich da raus. Weil ich so enttäuscht bin von den Ereignissen der letzten 3,5 Jahre auch. Das nimmt mich mehr mit als die Flüchtlingspolitik. Und das ist natürlich auch nochmal ein Aspekt, warum ich sozusagen da nicht so richtig mitgehen kann. Mhm. Weil ich glaube, es klingt jetzt salopp, wir haben noch viel größere Probleme sozusagen als die Ausländer in Deutschland. So. Aber das eine schließt das andere. Natürlich, aber man hat ja trotzdem immer sein Herzensthema. Ne? Was einen triggert, was einen der Dealbreaker, wo man sich einsetzen will. Man hat ja auch nur begrenzt Energie. Und deswegen, also ich gehe nicht wählen. Ich werde also auch nicht die AfD wählen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich liege manchmal im Bett und denke, es kribbelt mir in den Fingern, soll ich mein Kreuz sauber machen? Aber ich habe für mich selber keine Argumente. Mein Partner, mein Lebenspartner, der ist AfD-Wähler, ganz berechtigt. Und was meinst du, was das für eine Spannung in unserer Beziehung schon hergegeben hat? Ja, natürlich. Okay. Mein Herz, wie gesagt, ich bin eine linke Zecke, die Ausländer vor 5 Jahren ins Land reinholen wollte. Und jetzt hast du einen Partner, der sagt, ich will die AfD, mir geht der Puls. Ich bin Ägypterin-Hype, ich bin emotional. Du sagst, du bist links. Du hast den Knall nicht gehört der letzten Jahre, weil links und rechts ist sowieso auf den Kopf geworfen. Das weiß ich doch. Ich rede doch von alten Prototypen. Mir ist das doch bewusst. Bei mir hat sich die letzten 3,5 Jahre alles aufgehoben. Meine Links-Rechts-Position, Nazi, Nicht-Nazi, Links-Rechts. Mhm. Mein Job ist weggefallen. Ich musste mich einmal komplett neu aufbauen. Für mich ist das nicht mehr existent. Ich bin eigentlich nur noch ein spirituelles Wesen. Ja. Aber wenn wir auf dieser Ebene diskutieren, dann möchte ich gerne gewisse Prototypen nutzen dürfen, um Menschen da draußen verständlich zu machen, wo ich herkomme. Ja, ich verstehe das. Weißt du? Du bist nicht die Erste, die aus diesem Spektrum quasi wachgerüttelt wurde und dann quasi ausgespult wurde aus dem Mainstream. Mhm. Hat dich auch beruflich getroffen. Also, klar, natürlich. Klarer kann man nicht aus dem Mainstream verstoßen werden. Mhm. Ich verstehe das, ich sage das nur in Bezug als kleinen Hinweis nur, dass du da die Perspektive. Ich habe das früher erkannt, dass man da die Perspektive wechseln muss. Man darf nicht von sich aus ausgehen, ich bin links, ich stehe doch zu meinen Werten, sondern du musst anerkennen, das ist leider so, wenn du hier mitspielen willst, hier etwas bewegen willst, auch durch deine Stimme, ne, durch dein Aufstehen, dann musst du anerkennen, wie die Machtverhältnisse hier verteilt sind. Und du hast nicht mehr die Deutungshoheit darüber, zu sagen, was links und was rechts ist. Natürlich nicht, was rechts ist, also das kannst du für dich gerne sagen, aber das wird dir nichts bringen, denn rechts ist das, was die Mächtigen als rechts labeln. Ja, okay, aber das ist eine Sache, wenn wir sozusagen, was die Mächtigen als rechts labeln und wie das sozusagen in der Außendarstellung, in der Außenwirkung und auch was sozusagen die Social-Media-Kanäle sagen, wir sind ja hier in einem, also es ist ein Meinungskrieg, es ist ein medialer Meinungskrieg, so mir ist es bewusst. Aber wenn du sagst, du hast darüber nicht mehr die Macht,
Das stimmt nicht. Die Einzige, die Macht hat über ihr eigenes Leben, über ihre Gedanken, über ihre Meinung, über ihre Positionierung, bin ich. Mhm. Und das Gleiche gilt für dich. Und was da draußen abgeht, für ein Narrativ, was da aufgebaut wird, wie rechts definiert und links, das ist nicht relevant. Aber was für mich das? Ist nur... Dein Haus wird durchsucht. Weil du als rechts gestempelt bist. Das ist ja nur eine Konsequenz. Das ist eine logische Konsequenz von meinen Haltungen und von meiner Meinung, von meiner Haltung. Natürlich, das ist eine Machtausübung. Ja, genau. Aber ganz ehrlich, damit muss ich, wenn ich mich so positioniere, leben. Oh, ich das ist aber fast schon Victim Blaming. Nee, das ist nicht Victim Blaming. Das ist nicht Victim Blaming. Ich bin eine der wenigen Frauen und glaube Menschen da draußen, die nie in die Opferhaltung geht. Was ich sage ist, ich erkenne an, dass wir in einem System leben, in dem es für mich Konsequenzen hat, wenn ich mich so verhalte, wie ich mich verhalte. Punkt. Ja, okay, du kannst. Das ist meine Haltung. Ob dir das jetzt gefällt? Du kannst rein deskriptiv so. Weil es ist ein Fakt. Das ist ein Fakt. Ich war jetzt. Aber so fängt das an. So fängt Schuld und Verantwortungsumkehr an. Nein, gar nicht, weil ich entscheide mich jeden Tag wieder neu, meine Position beizubehalten und gegen den Strom zu schwimmen, auch wenn es Konsequenzen hat. Mehr kann ich nicht tun. Das ist ja auch dein gutes Recht. Das ist mein gutes Recht. Was soll ich machen? Wenn ich zu einem Bullen sage, du Faschist, und ich bekomme sozusagen dafür eine Rüge, ist das meine Entscheidung. Ich werde nicht die Konsequenzen ändern können, die dann folgen. Aber ich entscheide mich jeden Tag immer wieder, diese Haltung öffentlich an den Tag zu legen. Das ist als Beispiel. Du Faschist, ich weiß nicht, ob Faschist jetzt juristisch als Beleidigung auf das werden wir sehen. Amtsbeleidigung. Das werden wir sehen, okay, ja. Okay, gut, das wird geprüft. Es kommt immer situativ. Sagen wir mal eindeutigere Fälle. Zum Beispiel mir fällt jetzt spontan Michael Stürzenberger ein. Der hat auf einer Islamaufklärer und der hat auf einer Demo die drei Faschismen gezeigt: Islamismus, Kommunismus und den Nationalsozialismus. Mhm. Und im Kontext des Nationalsozialismus natürlich auch das Hakenkreuz. Mhm. Ich weiß nicht, ob das durchgestrichen war oder nicht. Aber deswegen wird er verurteilt, obwohl dass er das Hakenkreuz gezeigt hat. Er wurde so dargestellt, als ob er das affirmiert. Das müssen wir nicht gut finden, aber es ist trotzdem Fakt, dass das stattfindet. Das ist aber offensichtliche politisch motivierte Verfolgung von anders. Denkenden oder, aber das brauchst du mir doch nicht zu erzählen. Genau, dafür setze ich mich seit 300 Jahren ein, das ist klar. Wer ist daran schuld? Ist er schuld daran? Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass ich akzeptiere, dass wir mittlerweile in einem totalitären System leben. Und ich kämpfe trotzdem dagegen. Wie weit würdest du dagegen? Wie bezeichnest du dieses System, was wir nehmen? Wir leben in einem totalitären System. Es ist nicht mehr demokratisch. Was hier passiert, ist nicht, und das ist auch nicht auf einer rechtsstaatlichen Ebene, das ist rechtswidrig, was hier passiert. Seit spätestens, also für mich wahrgenommen, ich bin da ist erwacht, seit März 2020, das Thema ist viel älter, das wissen wir. Und ich kann ja nur versuchen, mit meinen Mitteln dagegen vorzugehen. Ein Jurist geht mit seinen Mitteln dagegen vor. Ich gehe vielleicht mit meinen paar Followern, sozusagen mit der Aufmerksamkeit, die man mir schenkt, dagegen vor. Und das werde ich tun. Also ich würde für die Sache, für die ich stehe, sterben, sage ich dir ganz ehrlich. Ja, und auch für meine Freunde. So, ich meine das wirklich ernst, was ich hier tue. Ein Mittel, um dagegen vorzugehen, ist, wählen zu gehen. Ganz allgemein. Das bezweifle ich, das glaube ich nicht. Bin ich nicht deiner Meinung. Dann sag mir. Ich kann dir das Ganze in der Kindersprache erklären. Gleich. Also wir stehen an der Wegscheide, wählen gehen oder nicht wählen gehen. Was bringt nicht wählen, was bringt wählen? Sag du mir. Ich gehe nicht wählen, weil ich ziemlich sicher der Meinung bin, dass ich wähle, ob der Schaffner, der da vorne im ersten Waggon eine grüne oder rote Robe trägt oder einen Anzug trägt, aber in die Richtungen, die wir fahren, das habe ich nicht zu bestimmen. Und jetzt sage ich dir noch eins. Wenn du glaubst, dass du wirklich durch Wahlen etwas verändern kannst, dann bist du naiv. Und zwar das ist naiv. Okay, ich kann dir ein Beispiel nennen, wo wir was verändert haben. Aber wir sehen doch in den letzten dreieinhalb Jahren spätestens, dass dieses ganze Pseudo-Wählerei und parlamentarische Situation, die wir haben, zu nichts geführt hat. Die haben über unsere Köpfe hinweg die Entscheidung getroffen, andere Menschen zwingen zu können, sich einer giftigen Substanz in den Arm zu jagen. Von welcher Demokratie und parlamentarischen Situation redest du denn? Das ist eine falsche Dichotomie, weil das ist Fakt. Wir haben nicht die Auswahl zwischen, wir können jetzt auf einmal alles verändern aber wir können gar nichts machen. Gut, dann sage ich dir, du gibst dich zufrieden mit dem Kleinen, was du ändern kannst, indem du ein Kreuz machst. Ich sage, es ist ein Weg. Es ist ein Shit, Weg. Das mache ich nicht. Wir müssen anerkennen. Der Weg ist für mich beendet gewesen, als ich realisiert habe, dass seit März 2020 die Demokratie und unsere Grundrechte ausgehobelt sind. Aber und da gehe ich nicht wählen. In ein krankes System gehe ich doch nicht wählen. Okay, dann sag ich dir ein anderes Beispiel, was ich eher abholen könnte. Weil du sagst, realpolitisch kann man nichts bewegen. Die Grünen du sagst buchstäblich, die Grünen sind von der AfD nur durch ihre Farbe zu unterscheiden. Das habe ich nicht gesagt. Doch, du hast gesagt, der Schaffner, wenn ob der blau oder rot dreht, wir fahren in die Richtung. Ja, genau. Und trotzdem, wenn man mir die Knarre am Kopf setzen würde, würde ich die AfD wählen. Ja, okay, davon reden wir nicht. So, rede ich auch jetzt davon. Aber wir reden. Aber das, du hast es vorher gesagt, genau, grün und rot, Also AfD und Grüne unterscheiden sich nur in ihrer Farbe? Die AfD und die Grüne entscheiden sich inhaltlich und trotzdem hat es keine großen, relevanten, gesellschaftsverändernden Auswirkungen, ob ich jetzt wählen gehe. Warum wird die AfD dann bekämpft?
wenn es keinen Unterschied macht? Ich glaube, es ist eine Farce. Ich also glaube, es ist eine Farce, um uns. Ein Theaterspiel. Ich glaube, es ist alles ein Theaterspiel. Die ich glaube, es ist eine nicht, Farce. Die wollen gar nicht die Zuwanderung begrenzen. Ich glaube, dass die AfD. Oder es kann, die GEZ abschaffen. Es kann sein, dass sie das wollen. Ich glaube aber nicht, dass es eine große Relevanz hat. Ich glaube, dass es nicht großartig relevant unterschiedlich ist, ob wir da vorne die AfD oder die Grünen haben. Gut, ich glaube, dass das faschistische System so weit fortgeschritten ist, dass das auf diesem kleinen Sektor okay. nicht keine Relevanz mehr ich will hat. Auf keine da, große. Ich will darauf auf zweierlei eingehen. Mhm. Und zwar zum einen, realpolitisch werden wir das jetzt sehen. Sonnenberg hat jetzt quasi ein AfD. Landrat ich bin gespannt, was passiert. Ich lasse mich gerne eines anderen überzeugen. 100%. Ja. Da gab es noch so ein in Sachsen-Anhaltisches Dorf, was jetzt einen Bürgermeister bekommen hat von der AfD. Mhm. Das wird es zeigen. Und das Zweite, und das ist viel, viel wichtiger. Mhm. Weißt du, wenn du schon beklagst, dass das eine Demokratur ist oder eine Demokratiesimulation ist, in der wir leben. Mhm. Definitiv. Dann kannst du es doch anhand der AfD entlarven. Mhm. Zum Beispiel, du erinnerst dich an 2020 Thüringen, mhm. wo Kemmerich von der FDP durch Stimmen der AfD gewählt wurde. Mhm. Und wie haben die sich nicht auf den Kopf gestellt? Die mussten sich alle Hosen runterziehen, um zu zeigen, und ihr sagt, ihr entlarvt. Schön, wenn du dran glaubst. Ich glaube, es ist eine Farce. Grüne, ich habe Change My Mind gemacht danach, Grüne haben zu mir gesagt, also ich bin ja eine Grüne, aber was da gelaufen ist, das ist nicht in Ordnung. Das hat die Leute wachgerüttelt. Mhm. Und wir haben quasi, man sagt immer, wir können sie nicht zwingen, die Wahrheit zu sagen, weil dazu nötigen, immer dreister zu lügen. Das heißt, wenn du denen vorwirfst, dass die uns an der Nase herumführen, dass die uns ein Theaterspiel zeigen, dann können denkst wir du das wenden. Nicht? Ja, natürlich, hundertprozentig. Aber ich will, wenn es so ist, will ich zumindest, dass es für alle sichtbar ist. Mhm. Und dafür ist die AfD ein Werkzeug. Das kann sein, ja, das kann deswegen, sein. Deswegen, das kann also sein. Es hat nicht nur realpolitische, parlamentarische Unterschiede, weil selbst wenn du das bezweifelst, dass die AfD nur die Grünen blau sind. Aber ganz ehrlich, wenn du dir das globale Problem anguckst, was wir gerade haben, mit WHO-Pandemievertrag, das ist nur ein kleiner Aspekt. Und dann möchtest du mir erzählen, dass wir jetzt mit der AfD wählen, Deutschland sozusagen in die große Sonne führen. Das ist doch lächerlich. Das oberste Ziel eigentlich unserer Arbeit auch, wenn wir politisch engagiert sind, ist gesellschaftliches Bewusstsein schaffen. Menschen wachrütteln. Menschen, guck mal, das ist eigentlich, was sie machen. Aber schafft das die AfD? Diese Grüne, die ist ja offen zugestanden. Also ich habe ja noch mal was gesagt. Die hat selber von sich aus gesagt, ich bin ja eine Grüne, ich will die AfD nicht wählen. Aber das, was in Thüringen abgelaufen ist, sind wir hier in der Monarchie, hat sie gesagt. Ich kann es gerne einfach reinblenden für die Leute. Und das ist halt etwas, weißt du, Nina, es geht nicht darum, hier etwas, nicht nur darum, hier etwas realpolitisch zu bewegen, Grenzen schließen, Impfpflicht rückabwickeln, sondern Bewusstsein zu schaffen, das ist dir wichtig. Es ist im Endeffekt ein Spiel, ich sehe etwas, was du nicht siehst. Und viele Leute sehen das nicht, was wir sehen. Ich weiß, was du meinst. Okay, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen arrogant, aber ich zoome jetzt sozusagen den Blick mal weg und das bin ich. Mhm. Und ich befinde mich gerade hier, ich gucke von oben rauf und ich befasse mich gerade mit Themen wie Libertarismus und Anarchie. Und dann kommst du und möchtest, dass ich die AfD wähle. Das eine schließt das andere da gehe nicht, weißt du? Selbst wenn du für ich glaube, dass das System, in dem wir sind und leben, so krank ist, dass wir es nicht in der kranken Suppe heraus nochmal wieder irgendwie regenerieren können. Das glaube ich nicht. Das bezweifle ich. Ich sage, Stevie, du kannst ein System nur von innen verändern, das behaupte ich. Das ist meine These. Du kannst nicht, wenn wir hier Schach spielen, sagen, ich könnte dich aber in Monopoly schlagen. Du musst nach den Regeln des Herrschenden spielen. Der war gut. Das ist leider so. Ja. Das ist leider so. Auch die viele Leute, deswegen habe ich das zur Kenntnis. Libertarismus, von mir aus so BRD, GmbH. Das ist eine andere Nummer. Wenn wir jetzt intellektuell bleiben, dann müssen wir das separieren. Sagst du, guck mal, so, jetzt wirkst du vielleicht auf diese Leute naiv, ne? Weil die sagen, wir haben die Weisheit gepachtet und du weißt gar nicht, dass Königreich Deutschland. Mit solchen Leuten unterhalte ich mich auch. Ich sage mal, ich weiß darüber nichts. Aber es gibt Leute, für die ist das der Dealbreaker. Für andere ist es 9-11. Ferus, du weißt gar nicht, was 9-11 ist. Klar, natürlich, klar. Ferus, du weißt gar nicht, die Erde ist flach. Du kannst es ewig weitersparen. Es gibt einen Grund dafür, weshalb meine Herangehensweise die ist, mich mit den Themen zu befassen, die auf dem Tablett sind aktuell. Weil du kannst das System nicht von außen verändern. Du musst das glaubst du, okay, verstehe. Da haben wir eine unterschiedliche Haltung. Das ist ja meine offensichtlich. Laufbahn auch recht, weil wir finden immer da statt, wo es weh tut. Das ist immer der Rand. Sagen wir mal, Meinungsfreiheit wird dann in den Rändern verteidigt. Nicht außerhalb des Randes, nicht in der Mitte, wo man darüber streitet, ob der neueste AMG mithalten kann mit dem neuesten R6. Das ist nicht gesellschaftspolitisch relevant. Gesellschaftspolitisch relevant ist, ob wir diese Worte sagen dürfen, ob wir für unsere Grundrechte noch einstehen dürfen, ob man auf einer Parkbank ein Buch lesen darf, während hier ein Schnupfen um sich peitscht. Das sind die gesellschaftlich relevanten Fragen. Das ist so absurd, das ist, aber das waren gesellschaftlich relevante Fragen. Ne? Ja. Ich finde es sehr, sehr spannend zu beobachten, halt, dass du, das klingt immer so von also jemand, der halt
also erkannt hat, ne, was sie vor sich steht. Mhm. Und das muss dann spannende Themen sich bahnbrechen, die ich auch bisher verfolgt habe, sondern ich sehe das halt, das ist verschiedenerlei. Mhm. Für manche ist es Ukraine-Russland-Konflikt, ne? Das ist so ein bisschen, das ist so für mich sehr spannend zu beobachten. Ja, es ist, ich glaube, darum geht es. Also wir haben alle unterschiedliche Perspektiven, Haltungen und Meinungen zu dem, was passiert. Wir leben trotzdem irgendwie hier alle in dem gleichen System. Ja, letzten Endes dann doch. Und ich glaube, wichtig ist, dass wir gucken, das machen wir ja gerade, wie kommen wir im Diskurs zusammen? Was machen wir denn jetzt mit diesen ganzen unterschiedlichen Haltungen? Wie wollen wir alle Menschen, alle in Deutschland, ja, alle in Deutschland mit den unterschiedlichen Haltungen, Perspektiven, Meinungen, was wir da alles haben, ne? So auch rechts, links, der eine ist libertär, der andere möchte gerne Anarcho, der andere möchte irgendwie gerne dem Staat folgen. Mhm. Und was machen wir mit diesen vielen verschiedenen Wünschen zu leben? Weil im Endeffekt gesagt, das ist nichts anderes. Mhm. Du hast für dich eine Wahrheit kreiert aufgrund deiner Prägung und Erfahrung, die hältst du für wahr. Und das kannst du auch lauthals nach außen geben, ich auch. Aber wo ist unsere Schnittmenge? Wie kommen wir zusammen? Und als erstes ist immer der Diskurs. 100%. So. Und dann, ne, können wir nach außen gehen, wählen. Jemand anders entscheidet sich nicht zu wählen. Auch das ist okay. In einer Demokratie muss man nicht wählen. Ist legitim, ganz genau. Ich mache es über einen anderen Weg. Und die Frage ist, also ich war jetzt gerade hier in Hamburg unterwegs und da gibt es so eine Ecke, da sind ganz viele so Häuser und die Leute, die Nachbarn veranstalten auf ihren Balkonen mit einer Gitarre Anti-AfD-Events und singen von oben sozusagen mit so einer Gitarre runter. Und da hätte ich mich wahrscheinlich auch mega drüber aufgeregt. Dann habe ich da gestanden, mir das mal angehört und das war alles sehr, nicht besonders professionell und auch für die Rhetorik war sehr banal. Aber ich habe erkannt, dass diese Leute jetzt mit dieser Wahl, ne, zur AfD, mit der AfD, die haben wirklich Angst. Und das muss ich akzeptieren. Die haben Angst, dass das Land sozusagen jetzt ausgerufen wird. So, ganz genau. Und aus deren Perspektive heraus kann ich das verurteilen, kann ich das nicht eventuell sogar verstehen. Wenn wir uns diesen Zettel nehmen mit AfD, mit Fragmenten von Aussagen von AfD-Mitgliedern. Diese 24 Zitate? Alter, was ist da los? Habe ich schon widerlegt auf meinem Kanal. Was ist da los? Die 19 Zitate von AfD. Gut, aber dann macht das der Welt zugänglich, weil, gut zu wissen, weil das werde ich dann auch nochmal teilen. Weil das sind, also nicht nur faschistoide Äußerungen, das ist menschenverachtend, menschenfeindlich, das ist mörderisch, was da abgeht. Und dann musst du verstehen, dass jemand, der das vielleicht für bare Münze nimmt und nicht die Zeit hat zu recherchieren, der denkt, alter Falter, dann wähle ich vielleicht doch lieber so. Und das auch da müssen wir ran ans Thema. Also man muss sich auch nicht wundern, dass es einfach so viele Gegner der AfD geht, wenn mit medial mit solchen 24 Sätzen geworben wird. Ne, wer immer das in Umlauf gebracht hat. Das wird ja gegen die AfD in Umlauf gebracht. Aber das meine ich ja so. Ne? Wer hat das rausgegeben? Wissen wir nicht. Ich aber glaube, die Antonia bei der Stiftung hat das zumindest nochmal aufgegriffen. Okay, ja klar. Die habe ich auch gefressen. So einen fetten Faktencheck gemacht. Ich habe ihren Faktencheck nochmal gefaktcheckt. Ja. War vor 3 Jahren oder so auf dem Kanal. Aber ich sage dazu, das ist ein grundlegend, das ist sehr wichtig. Verstehen. Ja. Du sagst, wir müssen zusammenkommen, wir beziehst auf die ganze Gesellschaft, wir müssen zusammenkommen, wir müssen in den Diskurs mit treten. Unseren Unterschiedlichkeiten, weil ansonsten haben wir das, was die letzten Jahre passiert ist, wir zerfallen. Auch mit der Antonia Die müssen wir rein und das sind ja die Schlimmsten. Nina, das ist... Die müssen wir reinholen, die sind die Schlimmsten. Das ist Meinungsmache hoch 800. Mit Verlaub, den zwar muss ich dir ziehen, und zwar, wir sind die Gemobbten, wir sind die Verstoßenen. Wir in unserer Position als Dissidenten, als Systemverstoßene. Wir haben nicht die Macht dazu, natürlich nicht, in unseren Mund zu holen. Natürlich nicht, aber ich möchte trotzdem mit denen diskutieren. Ich möchte bei Lanz mit der Antonia Amadeus Stiftung sitzen und mit denen diskutieren. Das möchte ich. Ich würde auch gerne bei Lanz sitzen. Das musst du wollen. Das ist deine Aufgabe, das zu wollen. Wenn du dich da so rausziehst, das müssen wir wollen. Wenn die mich einladen, gehe ich auch. Gerade mit denen. Aber die laden mich nicht ein. Nee, aber es kommt. Es wird kommen. Ich bin froh, wenn Fairtalk mich einlädt. Glaub mir, es kommt. Voila, I swear, es kommt. Also öffentlich-rechtlich haben sie schon eingeladen. Guck. Ja, klar. Weil die ihre Quoten erfüllen müssen wegen AfD-Wähler. Ich bin der einzige öffentlich bekennende AfD-Wähler. Aber der Hintergrund ist... Und du bist schwarz und das ist in Deutschland immer gut. Schwarzen werden eingeladen. Ja, auch das schützt mich mittlerweile nicht mehr. Der Weltenschutz. Das wissen wir von Schwarz-Weiß. Aber pass auf. Nina, die Sache ist die, du musst dir das vorstellen wie eine Schulklasse. Du sagst, wir müssen alle zusammenkommen. Wenn du die Gemobbte bist, mit 2, 3 anderen, ne? Die mobben euch, weil ihr etwas kleiner seid als andere. Die mobben euch, die verstoßen euch, die behandeln euch unfair. Dann kannst du nicht sagen,
Du kannst es gerne wollen, aber du kannst nicht sagen, wir müssen zusammenhalten. Zusammenhalten nicht, wir müssen in den Diskurs gehen, definitiv. Okay. Die sagen dazu nicht, stehe ich. Die sagen nicht, es gibt links und rechts, wir sind die Linken, ihr seid die Rechten, oder wir sind die Erhaltungsdemokraten und ihr seid die die Faschisten, ne? Sondern die sagen, wir sind die Coolen, ihr seid die Blödmänner. Aber bist du nicht in der Opferhaltung? Nina, bist du nicht in der Opferhaltung mit dem, wie du dich positionierst? Nina, das ist eine Opferhaltung. Ich gehe darauf ein. Ich habe da darauf eine Antwort. Die sagen, in der Schulklasse sagen die, wir sind die Coolen, ihr seid die Blödmänner. Und du sagst, hast du jetzt nicht explizit gesagt, aber ich höre das voll oft, ich denke nicht in links und rechts. Das wäre so, wie wenn ein Gemobbter in der Schulklasse sagt, ich denke nicht in Blödmann und cool. Ne? Lass uns doch alle, wir sind doch alles Menschen. Das funktioniert nicht. Und ich sage dir auch, dass es keine Opferhaltung ist. Oder wie man aus dieser Opferhaltung herauskommt. Ich kann es gerne mal erzählen, wie ich das gelernt habe. Ich bin in Frankfurt aufgewachsen, Frankfurt Bonames. Das ist krass vergleichbar mit Hamburg. Woher kennst du das? Ich bin öfters in Frankfurt gewesen. Die Assi-Viertel, dort kenne ich. Die Assi-Viertel, ja. Ja, ich komme ja selber aus so einem Viertel. Ich komme aus dem Tegelspark, das ist das gleiche in Grün. Okay, also Ben-Gurion Ring hieß das dort, ne? Richtiges Assi-Viertel. Ich war wirklich Deutsche gab es da damals in den 90ern schon eigentlich kaum, ne? Weil Belasch zuletzt auch so ein bisschen aus seiner Ghetto-Geschichte erzählt hat. Will mal ein bisschen aufplaudern. Und da gab es öfter mal die Situation, eine Zeit lang, ich weiß nicht, warum das Trend war. Ich war 8, 6, 7, so, weißt du? Dass die Leute Stress gesucht haben auf dem Schulhof oder auf dem Spielplatz. Und dann ist jemand zu mir gekommen und hat gesagt, hast du mich gerade Bastard genannt? Und dann habe ich gesagt, nein, dann geht's los. Und dann sagt er, also lügisch, willst du mir sagen, dass ich lüge? Und dann sagst du, nein, du lügst nicht, also bin ich ein Bastard. Ja, krass, ich kenne die Diskussion. Der will mich zum Opfer machen, weißt du, was die richtige Antwort darauf ist? Also ich habe es nicht zu dir gesagt, aber falls ich es nicht gesagt habe zu dir, dann sage ich es jetzt, du bist ein Bastard und ich sage es noch einmal. Und was jetzt? Dann kriegst du aufs Maul. Dann kommst du eh nicht raus aus der Nummer, klar. Ich sage dir eine Sache. Mehr Respekt wird er von mir haben, selbst wenn er mir auf die Fresse schlägt, wenn ich das mache, als wenn ich es mich einfach gefallen lasse oder versuche, irgendeinen Ausweg zu finden. Das ist das, daraus habe ich früher gelernt, zu sagen, dieses, ich bin hier nicht rechts, aber wehr dich nicht gegen die Stempel, die du aufgedrückt bekommst. Du musst du kommst aus dieser Opferfalle nicht raus, du bleibst ewig in deren Geiselhaft, wenn du dich dagegen wehrst. Zu sagen, weil du gibst deinen Standpunkt auf, sagst, ja, aber guck mal, da sind echte Rechte. Ne? Deswegen mache ich das nicht. Und das ist meine Strategie, um aus dieser Opferfalle rauszukommen. Und deswegen würde ich auch sagen, ja, bei mir ist halt ein Blödmann. Ja, was wollt ihr machen? Ja? Klar, verstehe ich. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass du dich mit dieser, also du hast ja fast ein richtig Fundament deiner eigenen Meinung. So, und ich finde auch, dein Meinungskorridor ist teilweise sehr eng. Und es gibt einen Satz, den möchte ich dir gerne ans Herz legen. Der heißt an dich, Grete, glaube nicht alles, was du denkst. Weil indem du so klar die Dinge definierst, nimmst du ja auch wieder Möglichkeit und Raum, um überhaupt miteinander ins Gespräch, in den Diskurs zu kommen. Du hast ja eine sehr, sehr, sehr starke, vehement, nachgedrückte Haltung und Meinung, die du ja, nehme ich ja sehr stark wahr. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir unseren Geist ab und an mal öffnen für die Möglichkeiten, jetzt kommt. Das hat gestern Carlos A. Gebauer gesagt bei Fair Talk, ich war ja gestern in Düsseldorf gerade da. Demut bedeutet, die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass der andere recht hat. Und dann merkst du, dass du auch nicht so in deine Panik oder Hysterie kommst. Du darfst eine Sache nicht verwechseln, hundertprozentig. Was du sagst, ist, man sollte stets die Fähigkeit bewahren, die Welt aus den Augen anderer zu sehen. Und glaub mir, die Möglichkeit auch zu inkludieren, dass eine Möglichkeit besteht, miteinander in einem Raum zu sein und eventuell doch sich ein Stückchen näher zu kommen. Okay. Also es ist ja nicht alles schwarz-weiß. Es ist auch nicht alles rechts und links, haben wir auch schon geklärt. Nicht nur sich näher zu kommen, weil was, wenn der andere 100% recht hat, 100% falsch, dann muss er mir nicht entgegenkommen. Ich muss sein Schwarz. Du bist schon viel zu weit. Es geht nicht darum, dass jemand recht hat und wir irgendwie Position beziehen. Es geht doch erstmal einfach darum, dass man mal loslässt und einfach mal isst und sagt, okay, wer bist du? Erzähl mal von dir. Egozentrik. Das weiß ich ja. Genau. Aber und nächstes Mal holen wir noch jemanden, irgendwie, der vielleicht noch radikaler ist oder so. Aber die wollen ja auf meinen Kanal nicht. Ja, genau. Ich habe ein Gesprächsangebot bekommen, es ist jetzt auch schon wieder länger, länger her, von dem Kompaktmagazin. Und ich habe das abgelehnt, weil auch bei mir Grenzen sind, Jürgen Elsässer, möchte ich, für mich persönlich, ich habe den nie privat getroffen, aber nicht in einer solchen Mediensituation, das möchte ich nicht. Wenn ich den auf eine Cola irgendwo treffe, würde ich sagen, Jürgen, erzähl mal, fand ich irgendwie komisch, wie du irgendwie über Ausländer redest und so, erzähl mal, aber ich möchte, und das ist ja sozusagen nochmal eine Unterscheidung, vielleicht nicht medial mit ihm ins Gespräch gehen, weil selbst ich ja noch sozusagen eine letzte Framing-Angst offiziell habe, obwohl bei mir sozusagen das Kind schon längst im Brunnen gefallen ist, aber ich glaube, dass
privat sollte man fast mit jedem reden können, außer jemand hat jetzt jemanden umgebracht oder ist wirklich so das Allerletzte. Ich finde es sehr selbst ehrlich von dir, dass du sagst, und das sage ich auch immer, also diese Leute, die sagen, ich rede mit jedem, ne? Egal wie weit. Nein, ich rede nicht mit jedem. Das ist nicht, wer redet ist denn ehrlich, mit jedem? 100%. Nein. Jeder hat irgendwo hat eine Grenze. Jeder hat irgendwo eine Grenze. Und auch, macht einen Unterschied zwischen öffentlich und privat. Nicht auch. Nicht nur das, weil da könnte man dir mangelnde Authentizität vorwerfen. Warum bist du vor der Kamera anders als? Aber in Bezug auf das, was wollen wir denn machen? Gemeinsam reden? Oder wollen wir kooperieren? Oder wollen wir eine kritische Debatte führen? Das sind ja unterschiedliche Dinge, weißt du? Also, aber 100%, ich bin voll bei dir, dass du sagst, bist du ehrlich, sagst dir, jeder hat eine Grenze, auch übrigens Richtung links. Richtung links sind wir in unserer Gesellschaft per Default eher schon ein bisschen toleranter als gegenüber rechts. Aber auch Richtung rechts habe ich auch meine Grenze. Sag ich ganz offen. Es gibt Leute, mit denen will ich nicht kooperieren. Mit anderen will ich noch nicht einmal reden. Mit anderen würde ich nur Zähne knirschen, die Hand schütteln. Ich glaube, es ist auch normal und gesund. Also jeder hat eine persönliche Grenze und die darf eingehalten werden. So. Genau. Und aber ich will nur zu diesen sagen, zu meinem engen Spektrum, was du mir nachsagst, ich kann es nachvollziehen, dass es drüber kommt, weil ich sehr vielleicht sogar auf manche dogmatisch wirke, auf meinem Standpunkt. Aber das ist, du verfolgst vielleicht meine Kanäle nicht, aber meine Publikation. Mir ist dessen klar, dass es natürlich auch andere Perspektiven gibt. Und das, was du gesagt hast, was der Oswald hieß der? Carlos A. Gebauer, ein Anwalt. Gestern bei Fair Talk war er. Das sage ich paraphrasiert, trenne dich nicht zu leichtfertig von deinen Zweifeln. Also immer Zweifel bewahren, immer auch sich, immer ich, und es geht nicht um Recht haben. Es geht nicht um Recht haben. Wir haben immer diese Erkenntnistreppe und da geht es halt immer auch darum, also wenn in einer Live-Debatte geht es sowieso nicht um Recht haben, da geht es darum, wer hat weitergedacht. Ne? Aber es geht darum, auch einen gesellschaftlich gangbaren Weg zu finden. Wir müssen Kompromisse finden. Aber du musst die, wenn du das wirklich strategisch klug angehen willst, musst du halt Machtverhältnisse anerkennen und wir können nicht Kompromisse schließen mit unserem Geiselnehmer. Du kommst aus der Falle aus der Geisel nicht, aus dem Schwitzkasten nicht raus. Ne? Das ist halt etwas, was ich immer wieder vor Augen habe. Diese Leute meinen es nicht gut mit uns. Diese Leute sind machtmissbräuchlich. Klar. Antonio Amadeus Stiftung, das sind Leute, die haben sich hochgeschwungen, sie sind am längeren Hebel, die üben Macht aus. Und dem begegnest du nicht mit Appeasement. Appeasement ist eine Speise, die immer hungriger macht. Du hast mich, glaube ich, missverstanden. Also ich rede nicht von Appeasement. Ich glaube, dass man bei so einflussreichen, gefährlichen Stiftungen, die wirklich Meinungsdiktatur betreiben, mir ist das bewusst, wie der Amadeus Stiftung, ich kann jetzt nicht sagen, wenn ich was zu sagen hätte, dann würde ich die verbieten, weil ich kann ja nicht sagen, sozusagen, ich möchte meine Meinung kundtun und ne, die Freiheit des Andersdenkenden und so das Thema. Ne? Aber ich halte die für wirklich ganz gefährlich. Ich möchte gerne trotzdem eine Möglichkeit haben, mit jedem sprechen zu können. Das heißt aber, das ist natürlich aus einer singularen Haltung heraus. Wenn ich mir also den Machteinfluss von dieser Stiftung angucke, da ist ganz klar Schluss, das geht nicht. Das ist mir bewusst so. Darf ich noch ein paar Fragen? Klar, gerne. Vielleicht auch noch zu einer anderen Thematik? Oder so bleiben wir im Spektrum? Wir kommen auf andere Thematiken. Einmal so grundsätzlich kannst du kurz beantworten. Ich habe recherchiert oder mir ist zu Ohren gekommen, dass du vor 11 Jahren, 2012, Rock gegen Rechts aufgetreten bist. Ja, mit Udo Lindenberg. Ja, war, du das heute noch mal? Also erstmal muss ich sagen, ich habe für Udo Lindenberg unfassbar gern gearbeitet. Das war damals eine richtig coole Socke und Sau. Wir hatten geile Jobs, geile Gigs, Rock gegen Rechts, das waren 70.000 Leute, das ist glaube ich so mit das, irgendwo auf einer Wiese in Deutschland, ich weiß es nicht mehr, das war ein Open-Air-Konzert, Clouseau ist mit aufgetreten, meine liebe Kollegin Nathalie Dorra, die mich da reingeholt hat, seine Sängerin und wir waren vor 70.000 Leuten und es war wirklich, also reiß die Klamotten vom Leib, wir leben, wir sind da und dafür werde ich dieser Crew ewig dankbar sein, diese Erfahrung zu machen. Und damals war ich ja, wie gesagt, auch geistig noch ganz anders situiert. Damals war ich Rock gegen Rechts und ich war Teil der Bewegung und ich habe das wirklich von Herzen ernst gemeint, was ich da mache. Und was ich interessanter finde als die Frage, auch zum Thema Mann-Frau und vielleicht auch nochmal Gewaltenteilung und Machthierarchien, dieser Auftritt hat stattgefunden unter oder vor dem Hintergrund, dass Udo Lindenberg vorher eine Morddrohung ausgesprochen bekommen hat. Nicht er persönlich, aber es ging wahrscheinlich in sein Management. Da ist jemand, der hat geschrieben, wenn ihr auftritt, dann bringen wir dich um, schießen wir. Weil wie willst du es sonst machen von 100 Meter Entfernung? Udo Lindenberg hatte eine schutzsichere Weste, und wir sozusagen als Gefolge für 1.000 Euro am Abend sind dort ohne aufgetreten.
Und das sagt, glaube ich, relativ viel über diesen Menschen auch aus, weil ich würde meine Crew, meine Background-Sänger nicht das ungesichert. Das ist auch nichts. Also das ist ja Peanuts für ihn. So, das ist nochmal sozusagen die eine Sache, weil ich mich natürlich mit der Figur Udo Lindenberg jetzt in den Corona-Zeiten auch nochmal viel auseinandersetzen musste, allein weil ich bei Interviews immer wieder gefragt werde, warum sind die Künstler so still? Ja, in diesem totalitären System, gehört, gerade ja. Die Künstler und da, ja, dein ehemaliger Chef, natürlich kommt die Frage oft auf. Ja, ich will mich gar nicht über ihn profilieren, aber... Great Reset, das Gespräch von ganz genau, genau, ja, ja, auf Manova und Manova, genau. Rock gegen Rechts, ich würde es heute nicht mehr machen, vielleicht sogar weniger wegen dem Titel Rock gegen Rechts. Mhm. Ich möchte mich nicht mehr in einem heuchlerischen Umfeld sehen. Mhm. Und diese Leute, die dort auftreten, die null planen und null reflektiert, wie wir hier sitzen und überhaupt debattieren, was ist denn links, was ist denn rechts? Wie fühlst du dich? Hast du dich mal auseinandergesetzt? Hast du nachgedacht die letzten Jahre? Und sich dort in einer Mainstream-Blase hinstellen und irgendwie sich die Orden reinkleben und sagen, oh, wir sind so toll und wir sind hier gegen die Rechten. Ich würde das nie wieder machen, sowas. Ich würde machen, Leute, ich habe eine Million bekommen von meinem Kollegen, der ist Millionär, lass was Neues machen, dann müsst ihr euch positionieren und dann möchte ich von euch ein Interview haben, Clouseau und wie ihr alle heißt, aber diese Heuchlernummer mache ich nicht mehr mit. Nein, ich würde das nicht mehr machen. Heuchler würdest du auch als Synonym verwenden, Opportunisten? Ja, Opportunisten, natürlich. Anti-Idealisten? Natürlich, natürlich. Okay. Alles. Ja, Opportunisten, ganz genau. Und das waren ja die meisten, 99% haben weiter mitgemacht. Und warum, das bleibt die Frage, weil einige das vielleicht geglaubt haben, weil einige Opportunisten waren, weil einige geldgeil waren. Ja. Das kann ich ja nur mutmaßen. Damit? Nie wieder. Sehr interessant. Damit komme ich zu meiner letzten Frage, zumindest aus dem Segment. Mhm. Was würdest du sagen, abgesehen jetzt von deinem Beruf und von deiner Berufung und deiner Profession, das politische Engagement und auch das Eintreten für deine Überzeugung, was würdest du sagen auf die Frage, warum tust du, was du tust? Was sind deine Motive? Ich bin das gestern oder vorgestern mal in einem Interview gefragt worden und ich habe dann da gesessen und dachte, jetzt musst du was ganz Schlaues sagen und ich kann es tatsächlich nur so formulieren, ich bin geführt. Nicht geleitet, sondern ich bin geführt. Das ist eine innere Kraft, die ich mit einer intellektuellen Begrifflichkeit nicht beschreiben kann. Ist es vielleicht ein Gewissensruf? Auch das. Es ist ja immer mehr, ne? Haben wir ja besprochen. Es ist ja immer vielschichtig. Ja. Es ist ein Gewissensruf. Es ist, glaube ich, einfach mein Naturell, für meine Wahrheit einzustehen. Und Meine Überzeugung. Ja, genau. Ja. Und ich gebe was raus und wenn man mir folgen möchte, freue ich mich. Ja. Und jetzt kommt's. Ich bin nämlich kein Opportunist. Wenn man mir nicht folgen möchte, mache ich das trotzdem weiter. Okay, sehr interessant. Ja, das ist sehr löblich. Grundsätzlich, wenn man auch bereit ist, sich mit seiner Community anzulegen, im Zweifel, natürlich, wenn man eine andere Meinung hat. Natürlich, habe ich da auch getan mit Hashtag Team Belasch. Da kamen ja auch einige Entfolgungen. Ja, gut. So, ja, also ja, ist es, weißt du, egal, was ich mache. Ja, es ist relativ egal. Und ich stehe dazu. Und wie gesagt, die mir folgen wollen, die folgen mir. Und wenn Menschen wie du, die sagen, bin ich mit allem einer Meinung, aber let's talk, vielleicht ist das Freundschaft. Vielleicht ist das Freundschaft, dass jemand sagt, ich bin nicht deiner Meinung und ich setze dich trotzdem mit dir hin. Klar. Auf eine Art, weißt du, was ich meine? Eine Menschlichkeit. Natürlich auch Respekt, sportlich auch in der Debatte. Ja, genau. Der argumentativen Auseinandersetzung. Ich glaube, das brauchen wir. Uns über unser eigenes Ego auch mal hinwegsetzen und sagen, ist nicht meins, aber ich möchte verstehen, warum unsere Gesellschaft ist, wie sie ist. Und das kann ich nur, indem ich mir den anderen anhöre. Deswegen muss ich mich mit den Argumenten und mit den Menschen der AfD auseinandersetzen. Mhm. Ich kann das nicht ausblenden. Und ich glaube, unser Problem besteht darin, dass wir seit Ewigkeiten versucht sind, andere Meinungen, Menschen, Haltungen auszublenden. Auszulöschen vielleicht auch. Auszulöschen natürlich, zu bekämpfen im nächsten Schritt. Klar. Wow. Ja, das ist definitiv, also Konsens muss nicht unbedingt das Ziel sein. Nein, genau. Aber ein Dissens, Unfrieden, das wäre es. Genau. Das wäre das Erstrebenswerte. Genau. Tatsächlich, was du gerade sagst, für deine Überzeugung einstehen, Zweifel auch gegen dein bisheriges soziales Umfeld oder Hauptsache, dass du dir jetzt treu bleibst, dass du dir in den Spiegel gucken kannst. Ich habe die Erfahrung neulich erst auf meinem Kanal machen dürfen. Das ist das Thema Tierrechte. Mhm. Ich bin seit 8 Monaten vegan geworden. Also vor 8 Monaten vegan geworden. Und du kannst dir vorstellen, rechtskonservative Blasen, mir ist das bewusst. Also die Leute denken, ich kriege das nicht mit oder ich bin blöd. Kommt es natürlich nicht gut an. Ja? Also das stößt auf sehr viel Widerstand. Es ist verrückt, was du sagst. Ja. Wie denkst du über das Thema Veganismus? Was ist dein Take dazu? Also ich war viele, viele Jahre ganz streng vegan. Wirklich vegan oder ernährungstechnisch? Was war die Motivation dazu? Nee, wirklich vegan. Die Motivation war nicht das Tierleid, sondern es begann mit einem
für mich intellektuell recherchierten Bewusstsein der Meinung zu sein, dass das gesünder ist, so. Ah, okay. Aber also nicht das Tierleid, das kam später dazu. Ah, ja, okay. Und dann irgendwann, ne, merkte ich, okay. Rein so, ja. Manchmal sagt man dazu, man war pflanzlich, weil ja. Du kannst ja Lederschuhe kaufen und anziehen. Ja. Ne? Ich habe die dafür gemacht. Habe ich tatsächlich auch gemacht. Also genau, ich habe da separiert. Genau. Ich habe Lederschuhe getragen, aber kein Fleisch gegessen, genau, so ungefähr. Das genau. War nur für Ernährung, Gesundheit. Genau. Das nennt man dann pflanzlich. Okay. Aber wenn du dann auch dann irgendwann die Lederschuhe boykottierst, dann nennt man das vegan. Ich war pflanzlich. Aber du sagst zunächst und dann? Genau. Und dann habe ich eine Zeit vegetarisch mich ernährt. Und jetzt ist es so, dass ich würde sagen, 90% vegan bin. Und ich mache so Ausnahmen 3-4 Mal im Jahr mit einem Stück Fleisch, mit einem Stück Fisch. Und ich bin selber damit total fein. Ich glaube, es nennt sich Flexitarier. Ich weiß nicht genau, wie sich das nennt. Und das Witzige ist, also das ist genau wie bei dieser ganzen AfD- und Migrantendebatte. Ich bin tatsächlich in der Mitte und ich kann wirklich von Herzen beide Seiten verstehen. Ich habe in meinem Umfeld so richtig diese Hardcore-Veganer, die Militanten, wo ich sage, alter Falter. Und dann habe ich die anderen, die irgendwie ihren Fleischkonsum, ihren Billigfleischkonsum propagieren, wo ich denke, Leute, ihr habt es auch nicht geschnallt. Und ich sehe das natürlich auch, also ja, mit Bedenken, wie dort gerade online sich ausgetauscht wird über dieses Thema. Also bei mir ist es so, mein Partner kann auch Fleisch essen, mir ist es egal, selbst wenn ich eine vegane Lebensphase habe oder eine pflanzliche. Es gibt einen Satz und mit dem kann ich das, glaube ich, zusammenfassen. Es wird in der heutigen und zukünftigen Zeit immer wichtiger, dass wir verstehen, man muss nicht alles tun, was man kann. Mhm. Also das habe ich jetzt nicht so richtig fein ausgesprochen. Ich verstehe, weil so ja. Im Sinne von, es ist so super toll, wenn Menschen sich, also fast ja mit so einer Haltung irgendwie bei Social Media hinstellen und sagen, guck mal, habe ich hier wieder irgendwie Fleisch und so, ihr blöden Veganer, wo ich denke, das macht keinen Sinn. Ja. Das ist dumm auf eine Art. Nicht, weil du mich als Veganerin anverstrichen beleidigst, nee. Sondern weil du tust dir gerade selber nichts Gutes und es ist einfach eine unintelligente Tätigkeit. Und ich verstehe nicht, warum man nicht anerkennen kann, dass ein bisschen weniger Fleischkonsum, um jetzt mal bei dem Thema Fleisch zu bleiben, einfach eine gewisse Logik in sich inne hat. Und ich glaube, es geht darum, als ob die Menschen ihren Wunsch zur Freiheit sich zwanghaft erkämpfen wollen über die Positionierung, ich fresse alle 2 Tage Billigfleisch. Das macht keinen Sinn. Und dazu muss ich kein Veganer sein. Okay. Weißt du, was ich meine? Dafür bin ich bei dir. So. Nina, darf ich dazu sagen, darf ich das kurz aus meiner Perspektive kommentieren? Mir fehlt da der Perspektivenwechsel. Du sprichst davon, dass wir für unsere Gesundheit das machen oder ich will Muskeln haben. Also vegan so. Jetzt meinst du? Genau. Ja. Die Sache ist die, für das Fleisch, das wir konsumieren, oder auch die Milchprodukte, die wir essen, oder der Ledergürtel, den wir uns kaufen und anziehen, müssen Tiere sterben. Aus deren Perspektive gibt es da keinen Kompromiss eigentlich. Ja. Da nicht manchmal das ist ein egozentrischer Kompromiss, den ich mache, klar. Über die Tiere. Klar. Wir üben Gewalt an ihnen klar. aus, beuten sie aus, ohne auch nur annähernd adäquate Entlohnung. Klar. Aus der Hinsicht, wenn du gesagt hast, ich bin da nicht so extrem. Aus der Hinsicht ist das alles nicht relevant, was ich sage, weil es ist nicht dem Tierwohl gegönnt. Das ist mir bewusst. Aus der Hinsicht ist dieses Spektrum, weil du sagst, du bewegst dich eher im Kompromiss, in Mitte, so manchmal. Ne? Aus der Hinsicht ist Veganismus der Kompromiss, weil du musst das Spektrum weiten. Es gibt Leute, die tun Tieren Gewalt an, lassen sie töten, ausbeuten, Milch klauen, Kälber wegnehmen. Das ist das, was sich im Minusbereich bewegt. Vegan heißt nicht irgendwie was für die Tiere zu tun. Vegan heißt einfach nur Tiere in Ruhe zu lassen. Null. Das ist die moralische Nulllinie. Ja. Und darüber hinaus kannst du noch deine Stimme für Tiere erheben. Ja. Dich schützen vor Tiere stellen, vor Leuten, die mit dem Schlachter... Ja, und dich radikalisieren in Anführungsstrichen. Das wäre dann vielleicht die andere radikale Seite. Ja. Aber Veganismus ist an sich das absolut selbstverständliche Mindeste. Ja, spannende Perspektive. Ich kann vollkommen nachvollziehen, dass Leute das... entweder ist es ein Augenöffner oder die Leute können es nicht nachvollziehen, was ich gerade beschrieben habe. Minusbereich, neutral, vegan und darüber hinaus Plusbereich. Das liegt einfach daran, und das ist absolut menschlich, weil wir in einer Herde sind, wo wir Veganer, die absolute Ausnahmeerscheinung sind. 2%. 98% müssen recht haben. Ja. Ja, das Argument ad populum. Natürlich hat die Mehrheit ist nicht Wahrheit. Ja. Ne? Aber wir wollen halt
dass die Leute endlich begreifen, dass das, was wir Tieren antun, dass das nicht unser Recht ist. Ja. Wir wollen nicht Tiere. Genau, genau. Es ist nicht unser Recht. Es ist nicht unser Recht, diese Tiere auszubeuten. Ja. Nicht für Essen, nicht für Genuss, nicht für Klamotten oder für Spaß, Zoos. Ja. Das ist nicht unser Recht. Wir sollten mit Tieren in Frieden miteinander leben. Warum schaffen wir das nicht? Sehe ich hundertprozentig, bin ich bei allem bei dir. Und es ist interessant, weil mein Ego ist involviert, meine Egozentrik, sagen wir mal so. Ich weiß das alles. Ich habe ja vor einigen Jahren, als ich ganz straight vegan war, genauso argumentiert, mir ist das alles bewusst. Und ich habe mittlerweile auch ein Bewusstsein dafür, dass das Leid der Tiere, was wir ihnen antun, nicht geht. Und es gibt ja den Anteil in mir, den kennen ja ganz, ganz viele Leute, dass man sich wissend, wohlwissend über diese Fakten drüber hinwegsetzt, sich Lederschuhe kauft, zweimal im Jahr ein Fleisch. Gewissen ausblendet. Ja, und das, aber weißt du, das Ding ist, ich bin wirklich radikal ehrlich zu mir. Ich sitze vor meinem Fleisch und ich kaufe mir diese teuren Lederschuhe und sage, das ist krass, Nina, du weißt es und du machst es trotzdem. Und in dem Moment, weiß ich nicht, in dem Moment hole ich mein Portemonnaie raus und zahle das. Und ich stehe sozusagen in mir, neben mir, über mir, mit mir und denke, ich bin in dem Moment Mensch. Der Mensch ist fehlbar. Ja, okay. Der Mensch ist fehlbar. Das heißt, wenn wir fehlbar sind, geht es auch in die andere Richtung. Das finde ich wichtig. Es ist wichtig, dass wir uns reflektieren in dieser Debatte. Ja, okay, aber das alleine hilft den Tieren nicht. Einfach nur sich einzugestehen. Den Tieren hilft nur, es zu lassen. Exakt. Bin ich bei dir. Worte bin ich sind bei dir. Im Zweifel schon braucht und trotzdem, und dass dir Bewusstsein verpflichtet. Ne? Ja. Also wenn du bewusst bist, in meiner Meinung, ich stelle mir immer diese Frage, weil ich bin auch aktiv und aktivistisch auf meinem Kanal, auch in Bezug auf Tierrechte. Das wusste ich gar nicht. Okay. Ja, das ist recht neu und ich habe das noch nicht so geschildert, aber Bewusstsein verpflichtet, weil wenn du es bewusst machst, ich denke vor, du hättest bewusst, also ich vergleiche das, ich finde einen Vergleich, vergleichen kannst du ja alles, ne? Gleichsetzung ist es nicht, klar. Aber wenn du menschliche Sklaven halten würdest, ne? Wäre ein Riesenaufschrei, klar. Hundertprozentig, weil man das nicht macht, aber damals, als es normal war, da hätte man auch nicht sagen können, ich mache das bewusst, ich weiß das. Ich weiß, es ist nicht ganz richtig. Es macht es nicht besser. Vielleicht sogar schlechter, weil jemand, der bewusst es macht. Ja, habe ich mir auch schon die Frage gestellt. Bist du nicht schlimmer sogar, weil du es weißt und so. Ne? Exakt, Und es ist halt trotzdem so, und das ist halt auch ein Fakt, den wir anerkennen müssen. Wir werden, oder du, ich bin ja jetzt raus sozusagen, du wirst mit diesem löblichen, vorbildlichen Bewusstsein und dieser Tat keine tierischen Mittel zu konsumieren. Du wirst die Leute auch mit deinen Fakten und du hast hier die besten Argumente, du kriegst sie nicht überzeugt. Wenn einer arrogant ist und Fleisch fressen will, und das ist halt Fakt, so. Es gibt einen Satz und den möchte ich gerne vielleicht abschließend zu dem veganen Thema reinwerfen. Mhm. Veganer sind moralisch überlegen. Und das sagt mein Fleischfresserfreund zu mir vor 6 Jahren, als ich vegan war. Nina, du hast recht, du bist mir moralisch überlegen und trotzdem, ich kann nichts ausrichten, weil ich möchte das und was soll ich sagen? Wie würden wir das sonst nennen? Jemand, der etwas aufhören will? Ich weiß, du möchtest von mir eine Bewertung und Verurteilung und die kriegst du nicht von mir. Warum? Du kriegst von mir nur, ich habe ihn angeguckt und ich habe gedacht, Theoman, und deshalb mag ich dich, weil du bist Mensch, du bist ehrlich, du lügst dir nicht in die Tasche. Und das ist etwas, was Nina Malaika zum Beispiel vor allem ausmacht. Ich bin Sängerin, ich bin Aktivistin, ich belüge mich nicht mehr selber, Feroz. Aber Nina, das kann man ja anerkennen. Ja. Es ist besser, als sich selbst zu belügen oder zum Beispiel in die Trotzhaltung zu verfallen, was du sagst, ne? Ich mache es trotzdem, weil ich kann und weil ich will. Ob ich darf oder nicht, ich will nur kurz darauf eingehen. Wir würden das, wenn er das anderweitig machen würde, angenommen, der wäre rassistisch und nicht einfach nur diskriminierend gegenüber Tieren. Ich denke, ich bin wichtiger als Tiere. Muss man einfach faktisch sagen. Wir denken, wir sind wichtiger als Tiere, sonst würden wir uns nicht so verhalten. Genau, an den Taten werde ich dich messen. Ja. An den Worten sind schon ein Brauch. Ja. Aber dein Freund oder dein Ex-Freund, der das gesagt hat, da würde ich sagen, also wenn du nicht, wenn du zum Beispiel Schwarze nicht despektierlich behandeln willst, dann mach es einfach nicht. Ja. Nur die einzugestehen, dass es falsch ist, bringt deinen Opfern nichts. Ja. Ne? Also das ist daran, umso mehr Respekt habe ich für die Leute, die dann ihr Verhalten in Bezug auf Tiere anpassen, je schwerer es ist, und es ist aktuell noch sehr schwer. Es war noch nie leichter, und insbesondere in Deutschland, wir haben die Auswahl, es ist ja zu 80% es ist Ernährung, aber es ist eben, darüber hinaus gibt es noch Bereiche. Aber es war noch nie leichter, aber es ist immer noch sehr schwer, weil du musst dich gegenüber deiner Familie erklären. Klar. Aber wovon ich überzeugt bin, nicht davon abhängig, was die anderen sagen. Das musst du hier begreifen. Also für mich war das das war eine Zeitenwende in meinem Leben. Veganismus war meine zweite Renaissance.
als ich das begriffen habe, als ich das gesehen habe. Und das ist auch wieder, was ich vorhin sagte, ich sehe etwas, was du nicht siehst. Und das ist halt was, ne, du musst den Perspektivenwechsel machen. Wie können das sagen? Wie können die so entspannt sitzen? Kühe und Schweine und Schafe und Hühner, die haben es nicht leicht. Und das ist auf deren Kosten. Aber auch da, guck mal, da ist es auch bei dir, du bist da richtig, du bist richtig in too deep, du bist total attached. Selbst als ich Veganer war, habe ich so attached nie geredet. Aber ich kann dich trotzdem ich habe in einer auch wiederum egozentrischen Perspektive und Entscheidung für mich einfach beschlossen, ich möchte weniger Zellulite haben. Ich glaube, ob das richtig ist oder falsch, das passiert, indem ich keine Tiere esse. Das war eine weibliche, sage ich mal, fast eitle Entscheidung. Es hat mit den Tieren nichts bei mir zu tun. Das kam später. Genau, ne? das muss man scharf trennen. Ne? Was du, weil ich sage dir nicht, dass du aufhören sollst mit Alkohol. Das ist deine Gesundheit, das ist deine Leber. Darüber reden wir nicht. Da wäre ich auch bei weitem nicht so leidenschaftlich. Aber du musst auch zugeben, ob ich mich entscheide, keine Tiere zu essen wegen meiner Zellulite oder wegen dem Tierleid. Für die Tiere ist es gut. Nein. Musst du so auch, wenn ich weniger esse? Das wäre dasselbe. Ja, aber teilweise kann es sogar sein, dass manches vielleicht gesund ist, sogar Lachs, dann würdest du vielleicht mal mehr Lachs essen. Ne? Das ist natürlich die Gefahr dann, stimmt. Deswegen ist die Motivation entscheidend. Jetzt habe ich noch eine Frage. Weil du ja, wie gesagt, ganz strikt vegan bist. Jetzt gibt es ja auch die Bestrebungen, ich weiß nicht, von irgendwelchen Behörden oder macht das die Politik, ich weiß es gar nicht. Ja, nee, aus A, Fleisch zu rationalisieren und dann weiter das Thema Laborfleisch. Wie stehst du dazu? Habe ich mir noch nicht gefragt. Finde ich nicht, also das ist der falsche Ansatz. Ne? Natürlich, wenn wir Big Picture, den Body Count, wenn nur noch 36 Millionen Schweine statt 40 Millionen Schweine im Jahr schlachten, ja, natürlich ist das ein positives, kann man anerkennen. Es ist nicht positiv, du musst es global sehen, nicht lokal. Es ist alles noch im Negativbereich, nur es ist weniger schlecht. Ja. Nicht, es ist nicht besser, es ist weniger schlecht. Ne? Aber die Motivation dahinter ist fragwürdig, weil die sagen das aus Umwelt-Klimagründen. Mir geht es nicht um Umwelt-Klima, mir geht es nicht um Gesundheit, Ernährung. Darfst Zucker essen, wie viel du willst, darfst Pommes essen, wie viel du willst, Cola trinken, Alkohol trinken, darum geht es nicht. Ja. Es geht um den Perspektivenwechsel. Es geht einmal in dieser politischen Frage nicht um Menschen. Es geht um andere Tiere, die nicht mit uns an den Tisch sitzen können und Deutsch reden können und mit uns verhandeln können. Aus deren Perspektive, es ist nicht in deren Sinne, die wollen nicht sterben, die wollen nicht ausgebeutet werden, Kühe wollen nicht von ihren Kälbern getrennt werden. Ne? All diese Sachen, das müssen wir halt mit berücksichtigen. Und dann siehst du das, was ich sehe, dass das nicht in Ordnung ist. Und in dem Fall würde ich das mitnehmen, aber es ist halt die falsche Motivation. Wenn wir Tierrechte verankern, das so wie du ein Recht, guck mal, haben wir nicht aufgeschrieben, als man uns in die Spritze zwingen wollte, Artikel 2, körperliche Unversehrtheit, körperliche Selbstbestimmung, wegen einer Spritze. Die haben nicht mal Recht auf Leben. Die haben noch nicht mal ein Recht auf körperliche Unversehrtheit. Die können geschwängert werden, nimmst du die Milch weg. Die haben noch nicht mal ein Recht auf ihre Tochter oder auf ihren Sohn. Wenn man uns so behandeln würde, dann würden wir es verstehen. Aber muss es wirklich so weit kommen, dass eine Invasion an Aliens kommt und uns so versklaven wie die Tiere, damit wir sehen, was wir Tieren antun? Das ist das dazu. Was mir so gefällt an dir ist, dass du so emotional und so bist, also passionate bist. Thema, ja, bei den AfD und bei den Ausländern auch. Finde ich gut, auf aber jeden hier Fall. Noch mehr, oder? Ja, hier noch mehr, definitiv. Und ich fühle mich auch abgeholt dadurch, weil ich mich gerade in dir sozusagen auch nochmal sehe, wie ich aber jetzt bei vielen Themen gar nicht mehr bin. Ich war mit Corona in deiner, dass ich kann das körperlich spüren, der Berechtigten. Das hat was mit dir gemacht. Der Berechtigten und ich bin ruhiger geworden. Ich bin echt, ich bin sehr, ich kauze immer noch meine Nägel und so, aber insgesamt bin ich sehr chillig und sehr ruhig und ich finde das spannend, weil ich glaube, wir brauchen diese Passion von Menschen, wie du es gerade bist, egal für welches Thema. Weißt du, was ich meine? Und das möchte ich auch an die Leute draußen, die das dann sehen, die sind dafür auch nochmal, weil manchmal ist uns das gar nicht so bewusst, die sehen nicht und denken irgendwie, das ist ein krasser Typ, aber es lohnt sich, eine Leidenschaft für etwas zu haben, zu entwickeln und dafür zu gehen, egal was es ist. Prozentig. Weißt du, anhand dieses Themas Veganismus, wie gesagt, es hat sich angefühlt wie eine Wiedergeburt. Da hat man die Welt auf den Kopf gestellt. Daran habe ich ist mir jetzt in diesem Jahr, das war letztes Jahr, ne? Und dieses Jahr ist mir eine Sache, das war die Erkenntnis meines Jahres, des Jahres für mich, ist mir eine Sache klar geworden, weil ich dir die Frage gestellt habe, warum tust du, was du tust. Ne? Ich kann dir das auch nicht, du hast völlig recht, das ist eine sehr weit komplexe Angelegenheit, hat sicherlich sehr viele Ebenen und Richtungen. Eine Sache ist mir definitiv klar geworden. Und das ist, wenn du meine Laufbahn zurückgehst, ich habe damals schon so für Sachsen-Ostdeutschen eingestanden und für die Dresdner, die beschimpft wurden medial. Ich bin kein Sachse, ich bin kein Weißer, ich bin nicht Deutscher, weißt du, mich muss es nicht jucken. Impfpflicht. Ich war selbstständig als YouTuber, mich hätte die nicht betroffen. Und ich bin sowieso nicht so ein Konzertgänger, also auch die Corona-Maßnahmen haben mich jetzt nicht so betroffen. Mir ist eine Sache klar geworden anhand des Veganismus. Ich stehe nicht ein für Interessen,
sondern ich stehe ein für das, wovon ich überzeugt bin, dass es richtig ist, dass es gerecht ist, für Gerechtigkeit. Das ist ein großer Unterschied. Es sieht, mag so aussehen, als viele meiner Kollegen, dass wir am selben Tau ziehen, aber wir machen das aus unterschiedlichen Motiven. Wie gesagt, viele kämpfen für Interessen, für ihre Interessen. Es hilft mir, also ich will das, es bringt mir oder das schadet mir, deswegen bin ich dagegen. Ich stehe ein dafür, das ist nicht richtig. Es ist nicht richtig, dass wir in Deutschland Leute gegen ihren Willen impfen wollen. Es ist nicht richtig, dass weiße Menschen in Deutschland rassistisch von BPB und anderen Behörden beschimpft werden, dass Deutsche in ihrer eigenen Nation demografisch verdrängt werden oder beleidigt werden. Das ist nicht richtig. Ob es mir als weiß, Baxter, ob es mir hilft oder nützt, ist dafür höchstens sekundär. Primär ist entscheidend, es ist nicht korrekt. Ja. Und das ist ein Unterschied. Es hat sich ein Satz rauskristallisiert, auch aus einem der letzten Begegnungen, die ich sprachlich mit jemandem hatte, und den fand ich sehr prägnant. Wir bekämpfen nicht einen Menschen oder die Menschen, sondern wir bekämpfen eine Idee oder eine Ideologie, also ne, einem irgendwie in Anführungsstrichen, weißt du, es fiel noch nicht mal das Wort Idee oder Ideologie, sondern einen Geist. Der junge Mann war sehr, sehr feinporig und war sehr spirituell und trotzdem Unternehmer und auf dem Boden, hat gesagt, wir bekämpfen einen Geist und das ist der Geist des Zwanges, als Beispiel jetzt bei dieser Corona-Geschichte, und das hat mich mega abgeholt und ich glaube, davon mehr in sich hineinfließen zu lassen und auch mit dieser Idee nach draußen zu gehen und zu sagen, klar, Kampf gegen ist jetzt auch schon wieder so negativ und so, aber ich glaube, man muss sich manchmal sehr klar auch gegen etwas richten. Und das eine schließt das andere nicht aus. Wenn ich gegen einen Geist, eine Idee bin, bin ich automatisch für den Aufbau etwas Neues und kreiere das mit. Wenn ich sozusagen aus einem reinen Herzen und in Abstand mit reinen Mitteln auch arbeite, das ist was Heiliges. Und deswegen bin ich gar nicht so ein Fan davon, immer so immer dieses Gegen und so. Wir müssen für. Leute, wir müssen beides. So. Ist ein schönes Schlusswort meinerseits. Ja. Also wenn du noch was zu sagen hast für die Zuschauer, ihr dürft gerne eure Meinung, eure Fragen in die Kommentare schreiben. Wir schauen uns das gerne an. Und was du gerade gesagt hast, sehr inspirierend. Das beziehe ich auf, kann man auf alle Themen beziehen, auf das AfD oder das auf unsere Corona-Politik oder auch die Tierrechte. Ja. Ne? Und du musst die Veränderung sein, die du dir wünschst. Bitte schön, Nina, dir gehört das letzte Wort. Ja, habe ich noch ein letztes Wort. Ich würde mir einfach so wünschen, dass wir da draußen ganz viele Menschen erleben können, dass wir Impulse setzen können, um Menschen zu ermutigen, für das einzustehen, was in ihnen brennt. Und wenn sie das noch nicht wissen, vielleicht kann man das gemeinsam herausfinden und dass wir uns gegenseitig wirklich ermutigen, die beste Version unserer selbst zu sein. Ich glaube, also ich empfinde in letzter Zeit eine ganz großen Spaß und Freude und einen ganz großen Wunsch, wirklich andere Menschen zu ermächtigen. Und ich erlebe, dass dieser Wunsch, der in mir ist, andere zu ermächtigen, gleichzeitig auf mich zurückfällt. Und dann entsteht automatisch dieses große, kräftige Wir, von dem wir alle reden, wo gar keiner genau weiß, was ist denn dieses große, kräftige Wir. Und davon reden witzigerweise wieder alle. Und das macht auch ein Burani, es macht ein Bensko. Und ja, lasst uns vielleicht einfach alle gemeinsam ein bisschen konkreter in diese Definition des Wir gehen und für einen Geist, für eine Idee uns einsetzen und nicht für einen Menschen oder gegen einen Menschen. Ich bin begeistert. Vielen Dank. Danke dir. So, liebe Friends, bevor das eigentliche Video beginnt, möchte ich euch auf den heutigen Sponsor aufmerksam machen. Und Frieda!